Wir begrüßen euch ganz herzlich zu diesem Livestream heute. Wir freuen ja. uns, dass ihr dabei seid. Hallo ihr Lieben. Wir freuen uns auf einen ganz spannenden Abend mit euch. Ich bin auch wirklich gespannt, äh, ja, was Philipp uns heute berichten wird, wovon er uns erzählen wird, ja, was der Heilige Geist uns heute einfach offenbart, was er uns zeigt. Amen. Und wie er uns führen wird. Ähm, ich weiß noch nicht, ich habe äh, nicht im Vorfeld mit Philipp darüber gesprochen, was genau er uns heute berichten wird. Und deswegen bin ich wieder sehr gespannt auf die Predigt heute. Und ich freue mich einfach, dass ihr dabei seid. Genau, unser heutiges Thema hat den Titel, wie ist das mit dem Stachel im Fleisch? Das ist ein Teil von häufig gestellten Fragen. Es gibt Fragen, die werden immer wieder gestellt. Und das ist tatsächlich eine von ihnen, falls du dich... Falls du dir diese Frage noch nicht gestellt hast, <laughs> sie kommt tatsächlich öfter vor. Und wir werden ja auch gleich äh, sagen, worum es da geht. Bevor wir das tun, möchten wir allerdings nochmal zurückkommen auf das, was letzte Woche war. Wir hatten letzte Woche unseren Heilungsabend von Hoffnung erfüllt und wir danken euch ganz herzlich für eure Rückmeldungen. Wir danken euch ganz herzlich für das, was ihr uns zugesendet habt. Einige von euch haben sogar Zeugnis gegeben. Und wisst ihr, Zeugnis geben ist eine ganz, ganz tolle und wichtige Sache. Gott selber sagt in seinem Wort immer wieder, dass wir Zeugnis geben sollen. Also kein Schulzeugnis, sondern wir sollen von dem erzählen, was Gott in unserem Leben getan hat. Da möchte ich euch mal zwei Bibelstellen vorlesen. Die eine ist in Markus 5, Vers 19. Da spricht Jesus, geh hin in dein Haus zu den deinen. Und verkünde ihnen, welche große Dinge der Herr an dir getan und wie er sich deiner erbarmt hat. Das steht in Markus 5, Vers 19. Und im Psalm 96, Vers 3 heißt es: Erzählt unter den Heiden von seiner Herrlichkeit und unter allen Völkern von seinen Wundern. Amen. Halleluja. Es ist total spannend, weil der Herr so viel tut und so viel wirkt. Und wir werden jetzt gleich, wie Philipp schon gesagt hat, die Zeugnisse vorlesen. Und wir sind euch einfach wirklich dankbar, dass ihr uns teilhaben lasst daran. Und wir jetzt auch ganz viele Menschen daran teilhaben ja, lassen Amen. können, an dem, was Gott getan hat. Und ich glaube, dass Gott sich mega darüber freut, ja. ähm, dass wir das weitergeben und das ja, andere Menschen einfach davon ähm, auch erfüllt werden, von der Liebe des Herrn, was er tut. Ja. Und ich glaube, dass auch diese Zeugnisse neue Hoffnung bei, bei anderen Menschen hervorbringen. Wird. Amen, Amen. Das ist der Punkt. Denn deswegen ist das so wichtig: Zeugnisse fachen unseren Glauben an, Zeugnisse bauen uns auf, Zeugnisse ermutigen uns und Zeugnisse sind im Prinzip eine Botschaft. Und ganz oft hat das andere Menschen auch total erfüllt, dass sie gesagt haben: boah. Wenn Gott das tut in dem Leben von anderen Menschen, dann kann er und dann wird er das auch in meinem Leben tun. Ja. Es gibt ein total tolles Lied. Ich singe jetzt einfach mal den Anfang dazu. Halleluja. Da vielleicht könnt ihr dann mal im Internet gucken, ob ihr das ganze Lied findet. Ich weiß es nicht. Das, das passt so gut. Erzählt von der Größe Gottes unseres Herrn. Er ist vollkommen in allem, was Er tut. Er zählt von der Größe Gottes, unseres Herrn. Er ist vollkommen in allem, was Er tut. Genau, vielleicht guckt ihr einfach mal im Internet. Erzählt von der Größe Gottes, unseres Herrn, reicht vielleicht, das einzugeben. <laughs> Ähm, das passt so gut, weil ja. das, ist, das sollen wir tun. Wir sollen Menschen davon erzählen, wir sollen, ihm da, wir sollen Menschen davon berichten und es wird Hoffnung entfachen und Amen. es wird Menschen dazu auch führen, dass sie selber den Herrn suchen, dass sie da reingehen wollen, dass sie vielleicht sogar dich fragen, kannst du für mich beten? Ja. Geh da auch mal mit mir rein. Genau. Genau und ich bin gerade so aufgeregt. Irgendwie. <laughs> Halleluja. Ja und genau das ist es, was Zeugnisse machen. Das ist was, weil das ist wirklich so real, das ist so lebendig, wenn man das mitbekommt dass Menschen merken, ja, Gott wirkt in dem Leben von Menschen. Und dann ist es nur ein kleiner Schritt, dass du sagst, ja, und ich will dabei sein. Natürlich gibt es dann auch die Stimme des Feindes, der dich davon abhalten will, aber das solltest du nicht zulassen, sondern solltest wirklich auch aufschauen zu Jesus und sagen, jawohl, und das nehme ich auch, und ich gehe da rein, und ich lasse mich nicht entmutigen, und ich glaube, dass Gott der gleiche ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Amen, yes. Und das möchte ich dir noch dazu sagen, bevor du jetzt anfängst, dich zu vergleichen. Gott sieht nicht die Person an. Das sagt er immer wieder. Gott sieht nicht die Person an. Das heißt, wenn er das im Leben eines anderen Menschen tun kann und tut, dann will er es auch in deinem Leben tun. Deswegen bleib dran und lass dich nicht von dem religiösen Gequatsche des Feindes verwirren. Gott will das auch in deinem Leben tun. Also, lasst uns mal einsteigen. Wir haben euch jetzt einen kleinen Strauß an Zeugnissen mitgebracht, die wir sehr gerne mit euch teilen wollen. Und das erste Zeugnis. Das ich euch vorlesen möchte, ist von Katharina. Katharina, das vielleicht vorweg, möchte dazu sagen, hat die Predigt oder das, den Heilungsabend, hat den am Sonntag nachgehört und war da gerade in der Küche. Und das, das sagt schon mal vieles, also es kommt nicht auf Raum und Zeit an, ist es ist egal, wann du es hörst. Und sie hat dann gemerkt, oh, da geht es um was, was mich betrifft, und hat das sofort aktiv ergriffen. Ja, ich möchte euch einmal aus dem Zeugnis von Katharina vorlesen. Katharina schreibt uns: Liebe Nadine, lieber Philipp, ich hatte seit Monaten Schmerzen im Daumengelenk der linken Hand. Ich war nie beim Arzt deswegen, deshalb kann ich nicht sagen, was die genaue Ursache dafür war. Aber seit dem Heilungsabend und eurem Gebet für Arthritis des linken Zeigefingers sind die Schmerzen weg. Halleluja und danke, Jesus, für das vollbrachte Werk. Alle Ehre gebührt dir. Und dann schreibt sie noch, und euch danke, dass ihr die Pizza geliefert habt. Alle Ehre gebührt Jesus. Und dann erklärt sie es noch ein bisschen ausführlicher. Sie schreibt, ich habe mir am Sonntag die Predigt nachgehört und war gerade beim Kochen. Beim Gemüseschneiden spürte ich die Schmerzen im Daumen wieder sehr. Genau in diesem Moment habt ihr für Schmerzen in dem Finger der linken Hand gebetet. Ich habe gleich gesagt, Herr, das nehme ich an, das ist meins. Danke Jesus für meine Heilung. Und der Schmerz war sofort weg. Halleluja. Danach hörte ich, dass es eigentlich der Zeigefinger sein sollte. Aber das war mir egal, denn ich hatte meine Heilung schon empfangen. Wie gesagt, ich war deswegen nie beim Arzt und kann nicht sagen, was die Ursache dafür war. Ich bin einfach so dankbar dafür, dass der Schmerz weg ist. Danke. Jesus. Danke Und das möchte ich euch sagen. Das war genau richtig. Sie hat gesagt, ich nehme das, ich ergreife das und dann hinterher, hups, da ging es ja um den linken Zeigefinger. Ja, aber natürlich war die Katharina so, dass sie gesagt hat, ich halte daran fest. Und das ist genau richtig. Und da möchte ich dich auch ermutigen, wenn du merkst, da ist was, so so wie die Frau in der Bibel, die Jesus berührt hat. Ja, die die hat. Die hat auch nicht gesagt, oh, Jesus geht jetzt gerade, um Toten aufzuerwecken, sondern die hat gesagt, ich greife und entnehme jetzt meine Heilung äh, ja in Empfang im Prinzip. Und sie hat es dann auch festgehalten. Und genauso hat Katharina auch gesagt, oh, ging ja um Linken, zeige ich mir. Egal, ich habe Heilung empfangen. Halleluja. Das ist genau die richtige Haltung. Preis den Herrn. Also liebe Grüße auch von hier. Danke, Katharina, dass du dieses Zeugnis mit uns teilst. Danke, dass du auch. Gesagt hast, dass wir es gerne hier mit allen, die äh, jetzt dabei sind, wenn das Video veröffentlicht und darüber hinaus, dass du es gerne mit uns teilst. Also ganz liebe Grüße und sei gesegnet. Wir glauben, dass Gott noch viel mehr für dich hat in diesem Bereich. Amen. Halleluja. Ja, und dann möchte ich euch ein Zeugnis vorlesen von der Ruth. Äh, bei Ruth betrifft es das Auge. Und es ist interessant, dass Ruth darüber schreibt, dass es bei ihr jetzt einen Prozess genommen hat. Ich lese es euch jetzt einfach mal vor. Hört es euch mal an. Hut, schreibt. Ich möchte auch noch Zeugnis geben. Ich habe seit zwei Wochen eine venöse Thrombose im linken Auge direkt vor der Linse. Die Ärzte in der Klinik sagen, diese Thrombose könnten sie nicht entfernen und auch nicht auflösen. Also, hm, was sagen wir? Was haben wir letztes Mal gesagt? Die Ärzte würden in dem Fall sagen, ein sogenannter hoffnungsloser Fall. Aber Ruth schreibt weiter. Da sich im umliegenden Gewebe Wasser angesammelt hat, konnte ich auf dem Auge nichts mehr sehen, nur Umrisse, sehr verschwommen. Mein rechtes Auge hat leider auch keine volle Sehkraft mehr. Zum Lesen brauchte ich schon länger eine Brille. Vergangenen Dienstag wurde mir eine Flüssigkeit ins Auge injiziert. Es sollte das Wasser binden. In weiteren monatlichen Spritzen wollte man versuchen, mein Augenlicht zu retten und die Sehkraft dadurch wieder verbessern. Aber es würde nicht mehr geheilt werden. Das haben die Ärzte gesagt. Ja, das war ja genau das Thema, was wir letzte Woche hatten. Und dann schreibt Ruth, und das finde ich super: Ich habe dieses Urteil von Anfang an abgelehnt, habe fast täglich das Abendmahl genommen und proklamiert, dass meinem Gott nichts unmöglich ist. Gestern betetet ihr für hoffnungslose Fälle und Augenerkrankungen, Verletzungen. Ich habe das jeweils im Glauben ergriffen. Heute Morgen konnte ich schon im halben Sichtfeld wieder klar sehen, sogar mit Brille Buchstaben erkennen. Preist den Herrn Erz vollständig geheilt und es wird sich manifestieren, schreibt Ruth. Und dann schrieb sie noch weiter. Und interessanterweise, während sie schrieb, merkte sie, dass die Heilung sogar noch weiter Fortschritte machte, dass sich ihr Sichtfeld weiter erweitert hat. Auch das lese ich euch vor. Sie schreibt: Ich war heute Morgen. Bei einer 75-jährigen Schwester im Herrn. Ich erzählte ihr vorab von dem Heilungsgottesdienst und dass ich danach im unteren Drittel wieder etwas sehen konnte. Wir feiern immer gemeinsam das Abendmahl und heute sagte die Frau voller Inbrunst: Die Wiederherstellung deines Auges tritt jetzt vollständig ein. Das bricht jetzt durch. Im Namen Jesus, jetzt muss ich das komplett manifestieren. Und dann schreibt sie noch, die Frau ist so toll drauf, sie ist 75 und eine liebe Schwester im Herrn, ganz toll. Und dann schreibt sie, ich muss sagen, es wird wirklich immer besser von Tag zu Tag. Ich kann jetzt auf der Hälfte des Auges wieder sehen oder jetzt schreibt sie, Moment mal. Sogar über die Hälfte. Wenn ich das rechte Auge zuhalte, dann habe ich jetzt nur noch das obere rechte Drittel, in dem ich nicht sehe. Es ist einfach nur faszinierend. Ich proklamiere, die Thrombose ist weg und das restliche Wasser vor der Linse verdunstet oder vertrocknet oder was auch immer Gott damit macht, es geht weg und ich werde meine volle Sehkraft wiedererlangen. Amen. Und wenn ich nächstes Mal zum Arzt muss, ich soll ja alle vier Wochen zum Spritzen kommen, werde ich vorher sagen, er möchte das Auge erst untersuchen. Und dann werde ich dort Zeugnis geben können. Und ich hoffe, 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 dass ich nicht noch einmal so eine böse, schmerzhafte Spritze bekommen muss. Nein, bis dahin wird alle Wiederherstellung durchgebrochen sein. Im Namen Jesus. Amen. Und in Jesu Namen. Halleluja. Das proklamieren wir jetzt gemeinsam. hoffentlich ja, vollkommen mehr. und vollständig yes. geheilt. Thrombose, du löst dich vollständig ja. auf. Wir gebieten ja. dir vollständig zu verschwinden. Mhm. Das muss jetzt wirklich. Ja. Ähm, ja abfließend weggenommen werden im Namen ist. Jesus. Der Herr nimmt das jetzt da weg im Namen Jesus. Jesus. Ich proklamiere bei deinem Auge vollständige Heilung. Seh, also, sich, du kommst jetzt vollständig Amen. wieder, auch im oberen rechten Drittel. Du bist vollständig Amen. wieder da im Namen Jesus und diese Spritzen müssen nie wieder gegeben werden. Das Amen. erkläre ich in Jesu Namen. Amen. Halleluja. Und wir proklamieren auch, entschuldige, über Spire dem anderen Auge da vollkommene Sehkraft. Ja. Auge du kommst zurück in die göttliche ja. Ordnung, sodass Ruth keine Brille mehr brauchen wird. Ja. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Und wir sagen dir, Ruth, im Namen Jesus, Gott macht keine halben Sachen. Amen. Und wir rufen das aus, dass deine Augen vollständig geheilt sind im Namen Jesus und dass auch das letzte Drittel muss jetzt vollkommen geheilt sein. Das letzte bisschen muss jetzt gehen im Namen Jesus. Sei vollkommen geheilt. Im Namen Jesus. Gott macht keine halben Sachen. Warum sollte er erst die Hälfte, dann zwei Drittel heilen und das dabei lassen? Das ist nicht unser Herr. Der Herr hat vollkommene Heilung für dich. Er vergibt dir alle deine Schuld und heilt alle deine Gebrechen. Sei geheilt Amen. im Namen Jesus. Amen. Amen. Ein weiteres Zeugnis, was auch Heilung betrifft, hat uns die Steffi geschickt. Ich sage das so bewusst, dass das auch Heilung betrifft, weil es um das Thema Vergebung geht. Wir hatten die letzten Male vom Herrn immer wieder aufs Herz bekommen, dass wir äh, aufrufen sollen, Menschen, die das hören, dass sie anderen vergeben sollen. Mhm. Und ähm, ja, die Steffi hat uns da ein tolles Zeugnis gegeben. Ich äh, werde euch da kurz vom Berichten, weil sie uns das per Sprachnachricht gegeben hat. Ähm, die Steffi hat eben gesagt, dass sie unsere Videos gehört hat oder gesehen hat und dann kam eben der Aufruf zur Vergebung und sie sagte, dass sie da sehr ergriffen worden ist und auch ja weinen musste sofort. Und dann kamen ihr eben, als ich das gesagt hatte, dass wir in der Regel sofort wissen, wem wir vergeben müssen, kamen ihr drei Namen in den Sinn. Und sie hat dann während sie das Gebet mitgesprochen hat, hat sie diese Person dann auch namentlich genannt. Sie hat gesagt, Herr, ich vergebe. Person 1, ich vergebe Person 2, ich vergebe Person 3, ja? Hat das Gebet halt mitgesprochen und das tolle ist, gleich an dem Abend, also sie hat das Gebet gesprochen und gleich am Abend meldete sich die erste der drei Personen bei ihr. Und sie hat dann dazu gesagt, also auf die Person war ich richtig sauer und eigentlich wollte ich der mal so richtig die Meinung sagen, ja? Und sie sagte während des gesprächs hat sie kein böses wort über die lippen gekriegt sondern ganz im gegenteil hat sie ja gute worte gesprochen und sie hat dann nach dem gespräch aufgelegt und dachte nur so wow und dann hat sich in der woche danach mit dieser person wohl richtig viel getan also richtig tolle entwicklung und dann am nächsten morgen da sagte sie so wirklich aus dem nichts also völlig unvermittelt was eben ungewöhnlich war, rief dann am nächsten Morgen die zweite Person an, denen sie vergeben wollte. Und auch auf diese Person war Steffi halt sauer. Die Person Nummer zwei hat davon aber gar nichts mitbekommen. Und dann hat sie sich eben auch mit der Person unterhalten und während des Gesprächs stellte sich heraus, dass es ein Missverständnis war. Und auch das hat sie super gesegnet und dann sagte sie noch, und jetzt bin ich ganz hm. gespannt. Was mit Person Nummer 3 passiert. Genau, Steffi, falls du da noch ein Update haben solltest, sind wir natürlich total interessiert. Ähm, aber unabhängig davon, ob sich Person Nummer 3 jetzt meldet oder nicht, ähm, du hast genau den richtigen Schritt getan und da ist wirklich Heilung in deiner Seele passiert. Das hast du direkt im Gespräch gemerkt. Du warst voller Frieden, Freude und du konntest sogar Worte der Liebe sprechen, was vorher nicht möglich war, wo du ja eigentlich was ganz anderes wolltest. Und selbst wenn sich Person 3 nicht meldet, ja, die, haben, die Menschen haben ja auch einen freien Willen. Und äh, auch die Menschen können sich zurückziehen. Und da sagt die Bibel ja: So viel an euch liegt, haltet Frieden mit jedermann. Ja. Und wenn die Person sich dann zurückzieht, du ihr aber vergeben hast, dann darfst du das einfach in die Hände unseres Herrn legen. Aber wenn die Person sich meldet, Halleluja. Ich finde das einfach so, so cool, dass mm. ihr ähm, einfach das dann auch ergreift. Dass ihr sagt, okay, ja. da ist was und das nehme ich jetzt für mich. Ja. Egal, ob das jetzt das mit Vergebung ist ähm, oder die Sachen mit körperlicher Heilung. Ich finde das einfach so toll, dass ihr da wirklich reingeht und sagt, und das ja. nehme ich für mich. Und der Herr hat vollständige Heilung und Wiederherstellung für uns. Das ist so toll. Amen. Amen. Jawohl. Alle Ehre ihm. Also vielen Dank, Steffi, dass du das mit uns geteilt hast. Und jetzt noch ein anderes Zeugnis. Und zwar, das ist eben das, was uns auch wirklich total... Ja, einfach segnet, wenn wir ja, das hören. Ja, ja. Ähm, wie Menschen dann selber Schritte machen und sagen, ja, da will ich selber reingehen. Und da sind wir so dankbar für. Deswegen, die äh, Sarah hat uns ein Zeugnis mitgeteilt. Und auch da ganz, ganz lieben Dank, Sarah, dass du das mit uns geteilt hast. Und danke, <laughs> dass wir es vorlesen dürfen. Ja. Und ähm, Sarah schreibt, ich wollte kurz Zeugnis geben. Während dem Heilungsabend hatte ich plötzlich den Eindruck, ich sollte für eine Frau hier im Ort beten, die ich am Mittwoch mit Sauerstoffmangel gesehen habe. Ich habe mal abgewartet heute und im Lobpreis dann nochmal der Eindruck. Ich bin dann wirklich zu dieser Frau heute gegangen und habe gefragt, ob ich für sie beten darf. Sie hat so geweint, weil sie sich sehr danach gesehnt hat. Sie glaubt an Gott, aber durch die Krankheit kann sie nicht beten. Nach dem Gebet hat sie gesagt, dass sie so eine Hitze von Kopf bis Fuß bemerkt hat, vor allem in der rechten Körperhälfte. Sie war so fasziniert, habe ihr auch gleich den Titel eures Videos von gestern aufgeschrieben und sie möchte morgen gleich schauen. Gestern habe ich mit dem Besuch von deutschen Freunden gesprochen. Ich hatte den Eindruck, dass die Frau Gebet braucht. Keine fünf Minuten später schnappt sie mich und sagte, ich soll für sie beten. Halleluja, ich denke, sie ist jetzt am richtigen Weg, das Feuer brennt in ihr. Und genauso soll es ja sein, die Fackelträger. Ähm, also wir haben ja nicht die Fackeln bekommen, damit wir uns am schönen, warmen Licht so für uns erfreuen, ne? wie an so einem Kamin oder so, sondern unser Auftrag ist ja, das Feuer weiterzugeben. Und deswegen danke, Sarah, du bist da schon echt toll als Fackelträgerin. Ja unterwegs. Amen. Und dann ging es noch weiter, Sarah schreibt ähm, noch und sie hat uns dann ein Bild geschickt von ihrer Bibel, wo sie ein paar Tage vorher, wir haben ja am 23. war es glaube ich, ne? Ja, 23. das ja, der war Der war ähm, der Heilungsabend. Der Heilungsabend und sie hatte zwei Tage vorher, ich glaube am 21. hatte sie in ihre Bibel was reingeschrieben. Ähm äh, Genau, sie schrieb, ich proklamiere, dass ab heute in meinem Leben und Umfeld die Zeit der Wunder angefangen hat. Die Saat der Ernte und Erweckung ist in mein Herz geschrieben. Ich bin ungeduldig, ich will heute anfangen zu heilen und prophezeien. Amen, 21.10.21. 21. Und dann schrieb sie noch als Kommentar, so schnell geht es. Das habe ich mir nach einer Predigt am 21.10. in meine Bibel geschrieben. Wir dürfen mutig sein. Jesus macht den Rest. Amen. Halleluja. Ich wünsche euch eine tolle Woche mit vielen Wundern und Zeichen durch unseren Erlöser Jesus. Amen. Amen. Das wünschen wir dir auch, liebe Sarah. Vielen, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Und ja, was wir, wir teilen das gerne mit euch, weil ihr daran seht, äh, Gott hat das für jeden von uns. Gott will mit jedem von uns da rein. Er. Das ist ja gerade das, was die Endzeit auszeichnet. Er hält das nicht für irgendwelche einzelnen Personen zurück, sondern er sagt ganz klar: Am Ende der Tage will ich meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Amen. Und wenn du mal fühlst, hier bei dir, merkst du, das ist Fleisch. Also gehörst du eindeutig dazu, yes. zu den Personen, auf die Gott seinen Heiligen Geist ausgießen will. Halleluja. Ja, das war unser Zeugnisteil. Und dann möchte ich euch noch eine Nachricht teilen, die kam während des Live-Chats rein und die ist von der Bettina. Und ja, diese Frage war letztlich auch der Anlass, warum wir gerne auf das Thema heute eingehen möchten. Bettina hat im Live-Chat Folgendes geschrieben. Sie schrieb, ich bin fest überzeugt, dass Gott heilen kann und möchte, aber was ist mit Paulus? Und dann noch Zitat. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und damit spielt sie auf diese Bibelstelle an, im zweiten Korintherbrief, wo Paulus eben äh, sagt, er hätte Gott dreimal gebeten, weil er so einen Stachel bekommen hat, äh, dass er den wegnehmen möchte. Doch Gott hat ihm nur geantwortet, eben das, was sie hier sagt, lasst ihr meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ja, und ihr seht daran, das kam eben auch im Chat, das ist etwas, was Menschen bewegt, wo sie sagen, okay, ich sehe die Verheißungen in der Bibel, ich sehe die Wunder, die geschehen, ich glaube wirklich, dass Gott heilen will, so wie Bettina das auch geschrieben hat. Und daran sieht man schon, dass sie da auch wirklich eine, eine gute Herzenshaltung hat. Da möchte ich gleich noch was zu sagen zum Einstieg, ja. Aber trotzdem bewegt das Menschen, so ähnlich wie die Frage, was ist mit Hiob, wo ich vor einigen Wochen auch mal ein Video zu gemacht habe. Und das ist auch eine häufig gestellte Frage. Es gibt viele andere häufig gestellte Fragen. Man kann das jetzt hier natürlich nur exemplarisch machen. Ähm, aber wir möchten gerne uns die Zeit nehmen, darauf eingehen, weil wir glauben schon, dass das wichtig ist, dass ihr ähm, hier einige wichtige Prinzipien erkennt. Und mit diesen Prinzipien könnt ihr dann auch mit anderen Dingen umgehen, wenn ihr in der Bibel mal wieder was finden solltet, wo ihr sagt: Okay, was ist damit? Das kann ich jetzt nicht beantworten. Ja, und aus diesem Grund lautet unser heutiges Thema: Wie ist das mit dem Stachel im Fleisch? Wir wollen gleich damit starten. Wir machen eine kleine Überblendung und dann geht's los mit einer Einleitung, wie man mit diesen Fragen umgehen sollte. Und dann möchte ich natürlich versuchen, so gut ich das kann, euch diese Frage zu beantworten. Sehr gut, ich freue mich drauf. Also kurze Überblendung und dann geht's los. Ja, und da sind wir wieder zurück. Und jetzt wollen wir einsteigen in ein biblisches Thema. Und wir wollen uns die Frage stellen: Ja, wie ist das denn jetzt mit dem Stachel im Fleisch? Paulus selber hat doch geschrieben, er hätte einen Stachel im Fleisch. Und wie kann man denn vor dem Hintergrund behaupten, dass es immer Gottes Wille wäre, zu heilen? Ne, das ist Nadine? echt eine gute Frage. Genau, das ist eine gute Frage, ähnlich wie manche Menschen die Frage stellen: Ja, und was ist mit Hiob? Hat Gott dem nicht auch Krankheiten gegeben? Kleiner Hinweis, wenn du es noch nicht gesehen hast. Nein, hat er nicht. Äh, aber das soll ja heute nicht das Thema sein. Aber ich möchte grundsätzlich was dazu sagen, wenn man sich solche Fragen stellt. Wir haben ja gerade den ähm, Post von der Bettina gelesen, den sie letzte Woche im Live-Chat gestellt hat. Und aus meiner Sicht, also wenn ich das richtig aufgenommen habe, hat Bettina das mit einer guten Herzenshaltung gestellt. Also wenn ich jetzt über problematische Dinge, die man beachten muss, spreche meine ich damit jetzt ausdrücklich nicht äh, das, was Bettina zum Ausdruck gebracht hat, aber ich kann mir vorstellen, dass euch das schon mal begegnet ist, dass ihr richtig feurig unterwegs wart und dass ihr Zeugnis gegeben habt vom Herrn und dann seid ihr auf jemanden getroffen, der hatte so eine Art von Aberglauben. Ne? Der hat nämlich zu allem Aber gesagt. Mhm. Es ist nämlich eine Sache... Wenn man sich wirklich das, diese Frage stellt, wenn man sagt, ja, ich glaube, dass Gott heilt und so, aber ich kann das mit Paulus nicht verstehen. Das ist eine Sache. Es ist eine ganz andere Sache, wenn ihr den Menschen erzählt, hey, Jesus liebt dich, Gott will dich heilen, was auch immer ihr gerade erzählt, und dann sagt, ja, aber was ist denn äh, mit Abraham? Oder was ist mit David und was ist mit Hiob und was ist mit Paulus? Ne? Dass auf alles, was ihr sagt und selbst wenn ihr dann versucht, das zu beantworten, den Kontext zu erklären und so weiter und so fort oder zum Beispiel zu erklären, dass im Alten Testament das Gesetz von Sünde und Tod galt, dass ja erst in Jesus überwunden worden ist und so weiter. Und auf alle Erklärungen kommt ein Neues. Ja, aber was ist mit? Damit machen die Menschen ganz klar, dass sie im Herzen nicht offen sind. Das heißt, sie wollen gar keine Antwort auf diese Frage sondern sie wollen einfach auf ihrem Standpunkt beharren. Und in diesem Fall solltest du weise sein und in der Regel kann es sein, dass der Herr dir dann auch zeigt, dass du die Menschen einfach segnen solltest, loslassen solltest und dich auch gar nicht auf solche Diskussionen mit ihnen einlassen solltest. Genau, man deine kann deine Perlen nicht vor die Säue schmeißen. Solltest. Ja, man kann ja dann reagieren, indem man quasi sauer ist darüber, dass der überhaupt ja. nicht offen ist. Aber einfach die Ermutigung und einfach diese Person in Gottes Hände zu legen und sagen: Gut, ich hab's versucht. Wenn er nicht will oder sie kann ich jetzt nichts dran ändern. Ich ja. segne die Person. Ich lege sie in deine Hand, Jesus und ich lasse sie los ja. und dann einfach weitergehen. Dann die Person kann selber entscheiden, ja. was sie möchte, was sie nicht möchte und du darfst dann einfach diese Person wirklich loslassen. Das ist ganz Amen. wichtig. Nicht Amen. ärgern, ärger genau. auch loslassen. Genau. Ja, das hat äh, viel mit dem zu tun, wo Steffi auch Zeugnis gegeben hat, ne? Loslassen, segnen, vergeben äh, und Jesus hat seinen Jüngern sogar gesagt, hey, wenn die Leute euch nicht aufnehmen wollen, die Botschaft, die ihr bringt, schüttelt den Staub von euren Füßen zum Zeugnis gegen sie. Sagt, das Reich Gottes ist nahe bei gekommen und dann geht weiter. Amen, sehr gut. Amen, Halleluja. Also, wenn es um häufig gestellte Fragen geht, gibt es aus meiner Sicht einen Aspekt, der ganz, ganz wichtig ist. Und jetzt unabhängig davon, ob du dir die Frage stellst mit Was ist jetzt mit dem Stachel im Fleisch, wo wir gleich zu kommen, oder irgendeine andere Frage, es gibt tatsächlich eine ganze Menge Fragen, die man sich stellen kann, aber das sind eben solche, die immer wieder aufkommen. Und ein Aspekt, der sehr, sehr wichtig ist, ist folgender. Lass nicht zu, dass Dinge, die du nicht verstehst, Einfluss nehmen auf Dinge, die du bereits verstehst. Ja. Gott sagt in seinem Wort, und wir haben ja eben auf unserer äh, Homepage die 101 Verse aufgel aufgelistet. Gott sagt in seinem Wort eben. Zigfach, also über hundertmal, dass er heilen will. Ne? Zum Beispiel im Psalm 103, dass er alle unsere Gebrechen heilen will. Denn im Psalm 103, Vers 1 bis 3 heißt es, Lobe den Herrn meine Seele und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt, und heilt alle deine Gebrechen. Das heißt, hier haben wir einen Vers, der aus meiner Sicht relativ einfach ist, relativ klar. Gott will, dass alle Menschen geheilt werden. So wie wir es ja auch in 1. Timotheus 2, Vers 4 zum Beispiel haben, aber auch an anderen Stellen. Es das heißt immer wieder: Gott will sagt, ich bin der Herr dein Haararzt. Gott sagt, ich heile alle deine Gebrechen. Jesus sagt, ich habe alle Krankheiten und Leiden auf mich genommen, damit du frei davon bist. Jesus heilte alle, die vom Teufel überwältigt waren. Also das hast du, wie gesagt, zigmal in der Bibel völlig klar und völlig eindeutig. Und dann hast du eben Stellen, die scheinen auf den ersten Blick etwas anderes zu sagen. So, das heißt, du hast einfache Aussagen, die klar sind. Gott will immer heilen. Und dann hast du Aussagen, wo du denkst, oh, steht das nicht damit im Widerspruch? Also etwas kompliziertere Aussagen. Und vor diesem Hintergrund sage ich dir eben, es ist wichtig, dass du nicht zulässt, dass das, was du noch nicht verstanden hast, Einfluss nimmt auf das, was du schon verstanden hast. Da, wo du schon das klare Reden Gottes in der Bibel erkannt hast, was aus vieler Zeugenmund immer, immer, immer wieder bestätigt wurde. Genau, lass keine Zweifel da in dein Herz kommen, sondern genau. sag, okay, ich habe es nicht verstanden, aber Herr, du willst immer heilen, du bist genau. gerecht, du bist gut ja. und zwar immer und überall bei jedem, du liebst jeden Menschen, du hast für jeden Menschen ähm, das Opfer am Kreuz gebracht, du hast Amen. für jeden Menschen Heilung ja. erwirkt, Befreiung erwirkt. Ja. Und ich bleibe darauf stehen, das ist dein Wort und ich glaube dir, Herr, auch wenn Amen. ich diese Aussage jetzt ja. nicht verstehe, bleib Super. dran, lass kein Zweifel in dein Herz kommen. Genau. Und das war gut beschrieben. Das, was Nadine gerade beschrieben hat, das ist aus meiner Sicht die perfekte Haltung, mit der du mit Fragen, die du vielleicht hast, umgehen solltest. Und ein Bibelfers oder ein Abschnitt in der Bibel, der das aus meiner Sicht perfekt beschreibt, den findest du in Sprüche Kapitel 4. Und zwar möchte ich dir die Verse 20 bis 25 vorlesen. In Sprüche 4, Vers 20 bis 25 heißt es, mein Sohn, Achte auf meine Worte, neige dein Ohr zu meinen Reden. Lass sie nie von deinen Augen weichen, bewahre sie im Innersten deines Herzens, denn sie sind das Leben denen, die sie finden, und heilsame Medizin ihrem ganzen Leib. Ganz kurz, das möchte ich einfach mal betonen, die Worte von Gott, das sagt er hier, die Worte von ihm, seine Worte, die er in dein Leben spricht, sind Leben für dich, das ist Leben für die, die sie finden. Und, Achtung, heilsame Medizin. Wenn du Medizin brauchst, nimm das Wort Gottes, und zwar nicht, dass du es einfach irgendwie verstandesmäßig liest, sondern dass du es in dich aufnimmst, wie Medizin, dass du es verstoffwechselst, dass du es proklamierst, wie zum Beispiel die 101 Verse über Heilung, die wir ja auch auf unserer Seite haben, aber nicht nur die Verse über Heilung, sondern das ganze Wort Gottes ist Medizin. Für deinen Leib. Es ist heilsame Medizin für deinen ganzen Leib. Und dann heißt es weiter, ab Vers 23. Achtung. Mehr als alles andere behüte dein Herz. Ich lese das noch mal vor, weil es so wichtig ist. Mehr als alles andere behüte dein Herz. Behüte dein Herz. Und dieses Mehr als alles andere, das zeigt, das soll oberste Priorität sein. Also nimm dir mal dein liebstes Hobby oder das, womit du dich am meisten, was, das, was dir am wichtigsten ist, keine Ahnung, dein Auto, deine Küche, dein Fußballverein, was auch immer. Und meine Frage ist, mehr als du darüber nachdenkst, behütest du dein Herz? Behütest du dein Herz mehr als andere Dinge? Wie steht es da mit der Priorität? Das muss oberste Priorität sein. Dass du auf dein Herz achtest. So wie wir zum Beispiel auch über das Thema Vergebung gesprochen haben, gerade in dieser Zeit. Gerade in dieser Zeit, wo Jesus gesagt hat, in der Endzeit wird bei vielen die Liebe erkalten, weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt. Die nimmt ein Ausmaß an, was sich viele noch nicht vorstellen können. Mhm. Die nimmt ein Ausmaß an, wogegen die Verbrechen vergangener Jahrhunderte ziemlich klein wirken. Und das ist gewaltig, wenn man sich das ja. mal vor Augen führt. Krass. So, deswegen mehr als alles andere, oberste Priorität, behüte, bewahre, achte auf dein Herz. Denn... Von ihm aus dem Herzen geht das Leben aus. Achtung, tue hinweg von dir die Falschheit des Mundes und verdrehte Reden seien fern von dir. Lass deine Augen gerade ausschauen und deine Blicke auf das gerichtet sein, was vor dir liegt. Schau auf das, was vor dir liegt. Schau nach vorne und nach oben, nicht nach hinten und nach unten. Vergangenheit, Jesus hat dich freigemacht von deiner Vergangenheit. Wenn du in Jesus bist dann bist du eine neue Kreatur und alles ist neu geworden. Du bist ein neuer Mensch, du bist von neuem geboren, wenn du jetzt in Jesus bist, wenn sein Leben dir gehört. Du bist neu. Das alte ist vergangen, deswegen guck nicht nach hinten, sondern guck nach vorne und guck nach oben. Lass uns aufschauen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und manchmal hat man vielleicht das Gefühl, dass es einem gerade echt nicht so gut geht, dass man es schafft, nach oben äh, und nach vorne zu gucken, sondern dass es wirklich so manchmal vielleicht so eine Traurigkeit ist. Also, hm. Vielleicht kennst du das, ich weiß es nicht. Aber dann möchte ich dich ermutigen, die, die Worte des Herrn zu proklamieren. Ich bin voller Hoffnung, ich bin voller Freude. Ja. Der Herr ist meine Kraft und meine Freude. Und die Freude an ihm ist meine Stärke, dass du da reingehst. Ja. Wirklich. Ähm, bis du merkst, dass es dir besser geht. Denn diese Worte, die sind. Heilsame Medizin für dich. Amen. Wenn du sie aussprichst, wenn du sie proklamierst, dann wird es etwas mit deinen eigenen Gedanken ja. machen. Ja. Dann wird es erstmal etwas mit deinem Empfinden machen, mit deinen Gefühlen und es wird etwas mit deinem Körper machen. Amen. Genau so sieht es aus. Ganz genau so ist es. Und äh, deswegen, dieser Vers: mehr als auf alles andere, achte auf dein Herz. Der ist wichtig für dein ganzes Leben. Der ist wichtig für den Umgang mit anderen Menschen. Der ist wichtig. Ja, für den Umgang mit Nachrichten, die du vielleicht bekommst oder wenn du merkst, wie, wie scheinbar das Böse zu triumphieren scheint, ja, Und wie scheinbar die Bösen mit ihren Plänen gerade durchkommen. Aber das ist nicht so, das hat der Herr ganz klar gesagt, sie werden alle fallen. Aber du musst darauf achten, dass dein Herz behütet bleibt. Denn was hast du davon? wenn ähm, diese totalitären Regime jetzt fallen sollten, aber du bist darüber bitter geworden. Ja, da hast du gar nichts von. Du musst dein Herz bewahren. Unabhängig davon, ob jetzt noch Repressalien sind, ob wir noch unter den totalitären Regimen leiden oder ob sie schon weggenommen sind, ob Gott schon das Gericht vollzogen hat. Im Moment warten wir ja noch darauf. Aber egal, ob es davor oder danach, wo wir gerade sind, bewahre dein Herz. Das gilt in jeder Lebenslage, in jeder. Und deswegen mhm. gilt es auch, wenn man sich mit ja, häufig gestellten Fragen beschäftigt. Was ist mit Hiob? Was ist mit dem Stachel im Fleisch? Und so weiter und so fort. Ja? Äh, das ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig. Und wir haben eben diese 101 ganz klaren Aussagen, wo es immer wieder heißt, ich bin der Herr, dein Arzt, ich heile alle deine Gebrechen und so weiter und so fort. Und dann gibt es eben Aussagen in der Bibel, wo Gott selber sagt, Achtung, hier ist Weisheit wichtig. So zum Beispiel die Stelle Offenbarung 13, die wir uns vor ein paar Wochen angeguckt haben, wo Gott sogar selber sagt: Achtung, hier braucht man wirklich krasses Verständnis. Das heißt, das sagt er bei keiner Stelle übrigens, wo es um Heilung geht. Da brauchst du kein krasses Verständnis, weil die Botschaft ist ganz klar: Gott will dich heilen. Ja? Gott heilt alle deine Gebrechen. Durch die Wunden von Jesus sind wir geheilt. Er hat uns bereits geheilt. Ja. Durch seine Striemen sind wir heil geworden und er will, dass wir gesund sind. Amen. Denn er ging umher, Apostelgeschichte 10, Vers 38, und heilte alle, die vom Teufel überwältigt waren. Und Jesus ist der offenbarte Wille Gottes. Deswegen Heilung ist ein Wille. So, jetzt hast du also diese klare Botschaft und jetzt hast du einige Stellen, wo du denkst: Okay, hm, wie passt denn das? Und da ist jetzt erstmal, bevor ich ins Detail einsteige, meine Ermutigung an dich. Lass nicht zu, dass eine Stelle, die du vielleicht falsch verstanden hast, hunderte von klaren Aussagen Gottes überschattet. Okay, lass das nicht zu. Aber leider passiert nämlich genau das vielen Menschen. Sie drehen sich um eine Stelle, die sie falsch auslegen und übersehen das klare Reden Gottes an hundert anderen Stellen. Und das darf nicht passieren. Du musst ganz klar erkennen, du musst den... Du musst die große Linie der Bibel sehen, die große Linie der Schrift. Warum ist Jesus gekommen? Um zu retten und zu heilen, was verloren ist. Ja. Ganz klar, das sagt er immer wieder. Und natürlich gibt es dann Stellen, die herausfordernd sind, und wir sprechen gleich drüber. Aber du darfst nicht zulassen, dass du dann nur darum kreist, um diesen einen Punkt, um dieses eine Körnchen. Und du siehst die riesenscheune nicht mit voller Korn und Weizen, die Gott für dich hat, mal im Bild gesprochen. Genau, und wenn du das merkst, dass sowas passiert, dass du deinen Blick auf eine Sache, die vielleicht gerade nicht, äh, die du vielleicht gerade nicht verstehst, richtest, dann, wenn du das merkst, sag sofort, stopp. Und dann stellst du dich, wie ich es eben gesagt habe, auf die Wahrheit ja. und sag, okay, ich es nicht, aber. Jo. Und dann proklamier die Wahrheiten des Herrn. Genau. So. Und das war mir einfach wichtig, bevor ich jetzt aufs Einzelne gehe, denn. Weißt du, ich könnte dir 100 einzelne Fragen versuchen zu beantworten. Wenn nicht das Herz richtig positioniert ist, bringt das nichts. Wir können also nur äh, beim Thema häufig gestellte Fragen vernünftig damit umgehen, wenn wir sagen, okay, Herr, ich will von dir lernen, Jesus, du bist der Weg, die Weiden, das Leben. Nicht meine Gedanken, sondern deine Gedanken. Ich will von dir umgestaltet werden. Ich will nicht höher von mir denken, als es mir gebührt. Ich will dein Wort reden lassen in aller Klarheit und nicht meine Gedankenkonstrukte. Das ist ganz wichtig. Genau, und ich glaube, wenn wir jetzt da reingehen ins Thema, werdet ihr sehr erstaunt sein, was es eigentlich wirklich mit dem Stachel im Fleisch auf sich hat. Amen. Genauso wie im Buch Hiob. Ja. Könnt, ihr könnt euch das noch mal angucken, wenn ihr das ja. noch nicht gesehen habt. Da will ich ganz kurz nur zu sagen: ja. ähm, Im Buch Hiob ist ganz klar geworden, dass der Herr nichts damit zu tun hatte, ja. dass Hiob äh, da echt vom Feind gepeinigt, geschlagen ja. quasi wurde. Und Dinge, die in der deutschen Bibel falsch übersetzt worden sind, ganz anders in dem Urtext stehen. Ganz anders, Gott hat das ganz anders gesagt und gemeint, als es in der deutschen Übersetzung ist. Und das begegnet uns immer mal wieder in der Bibel, dass genau. wir Dinge nicht verstehen, weil es vielleicht auch einfach falsch übersetzt wurde. Und deswegen, äh, wenn euch Dinge begegnen, die ihr in der Bibel so lest, Vertraut dem Wort Gottes. Vertraut, also geht nicht in diese Sachen. Ja, aber Moment mal, das widerspricht ja dem, was Gott vielleicht vorher gesagt hat. Denn ihr werdet sehen, ihr werdet auch jetzt erstaunt sein, was es wirklich damit auf sich hat mit dem Stachel im Fleisch. Und so wird es vermutlich mit vielen anderen Stellen sein, wo wirklich Fragen Korrekt. aufkommen. Genau, das ist absolut so. Also ähm, ihr könnt mir glauben, ich habe mich schon mit einigen solcher Fragen beschäftigt und das Ergebnis ist eigentlich immer das Gleiche. Sieht vordergründig so aus, als wäre da ein Widerspruch. Aber Gott ist ganz klar in seinem Reden, ganz klar, völlig unmissverständlich. Also. Genau, nochmal ganz wichtig, das ist mir einfach so wichtig. Ja. Vertraut dem Herrn. Er ist gut und zwar immer. Er will heilen Amen. und zwar immer. Und das ist die Wahrheit. Und alles, was dem in, scheinbar entgegenspricht, hm. muss überdacht werden. Da müsst ihr tiefer reingehen. Ja. Aber. Verhaltet den Fokus darauf ja. gerichtet, dass Gott immer gut ist, denn das ist die Wahrheit. Amen. Okay. Sehr gut. Jetzt darfst du. Eigentlich, <laughs> ne? Die Predigt ist schon gehalten. Super. Wir können eigentlich. Dann können wir jetzt zur nächsten gehen. Also <laughs> jetzt. Nein, nein, nein. Okay, lass uns mal reingehen. Wir schauen uns die Stelle mal an. Die Bettina hat es ja, wie gesagt, angesprochen. Ich möchte noch mal sagen, damit das nicht falsch verstanden wird. Ich unterstelle Bettina in keiner Weise, dass sie da so eine negative Haltung hat, denn sie hat es ja zum Ausdruck gebracht dass sie das glaubt, dass Gott gut ist und so, sie kann halt nur die Stelle gerade nicht verstehen. Und vor diesem Hintergrund, wenn jemand so eine Haltung hat, beantworten wir immer wieder gerne auch solche Fragen. Also wir gucken mal, die Stelle, die Bettina <laughs> erwähnt hat, findet sich in 2. Korinther 12, die Verse 7 bis 9. Da heißt es, auch wegen des Außerordentlichen der Offenbarungen, darum, damit, mich, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Stachel für das Fleisch gegeben. Ein Bote Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Um dessen Willen habe ich dreimal den Herrn angerufen, dass er von mir ablassen möge. Und er hat zu mir gesagt: Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. So, und dieser Vers, der wird sehr oft von religiösen Menschen zitiert, leider in einer nicht guten Haltung wenn man ihnen die botschaft bringt dass gott gut ist und heilen will und sie aus welchen gründen an immer aus welchen gründen auch immer an der alten lehre festhalten wollen weil sie nämlich glauben die krankheit die sie hätten würde von gott kommen also sie glauben aus unserer sicht da ganz klar einer extrem bösartigen lüge und das ist ein vers mit dem sie das versuchen zu rechtfertigen dann sagen sie nämlich ja schau doch mal hier paulus sagt doch hier Ihm wurde ein Stachel für das Fleisch gegeben und Paulus hat dann sogar Gott gebeten, hat gesagt: Herr, nimm das von mir weg. Und dann ist doch völlig klar, dass es manche Krankheiten gibt, sagen die Leute dann. Dann ist doch völlig klar, dass es manche Krankheiten gibt, die Gott eben nicht wegnehmen will, obwohl sogar Paulus sagt, er hätte Gott dreimal darum gebeten. So, klingt doch erstmal logisch, oder? Jetzt gibt es nur ein Problem bei der ganzen Sache. Die Menschen setzen wie selbstverständlich voraus, dass es hier um Krankheit gehen würde. Und natürlich sind heutzutage so Assoziationen Stachel im Fleisch, mhm. Krankheit, das ist so das, was den Leuten dann in den Sinn kommt. Jetzt gibt es aber nur ein Problem. Genau da ist der Fehler. Und genau das ist falsch. Und deswegen stürzt die ganze Argumentation in sich zusammen. Denn das, worum Paulus den Herrn hier bittet, ist etwas völlig anderes. Und das, was er nicht wegnimmt, ist tatsächlich etwas, was er auch verheißen hat. Aber dazu kommen wir gleich. Ich möchte es euch ein bisschen ausführlicher erklären, warum das so von der Bibel her völlig eindeutig ist. Ich möchte ein bisschen ausholen. Also, der entscheidende Punkt ist hier der Stachel im Fleisch. Was genau ist denn der Stachel im Fleisch? Und jetzt möchte ich dir mal sagen, wenn du jetzt nur mal unsere Sprache anguckst, unsere deutsche Sprache und vielleicht noch die englische, selbst dann, also die Menschen, die Engländer, die jetzt zu dieser Zeit leben und wir, die jetzt zu dieser Zeit leben, wir haben bestimmte Redewendungen und wenn du nicht Bescheid weißt, was das bedeutet, dann denkst du, äh, was will der mir jetzt sagen? Und da fällt mir sogar ein, äh, wir haben ja jetzt auch viele nette Geschwister, die uns aus Österreich zugucken, da muss ich ganz ehrlich zugeben, Sogar die verstehe ich manchmal nicht. Aber wenn die es mir dann erklären, was das bedeutet, ne, ich hatte jetzt mal gefragt, was heißt denn eigentlich Karenz? Und dann wurde mir erklärt, das heißt äh, Mutterschutz. Ne? Wenn man das weiß, dann ist es logisch. Und genauso ist es wie mit dem Stachel im Fleisch. Oder das Wort Jänner. Ich habe das Jänner, erst nicht ja. verstanden. Jetzt weiß ich, es ist Januar, einfach ja. der Monat Januar. Genau. Schöne Grüße an unsere Geschwister aus Österreich. Ich hoffe, ihr genießt gerade euer Fleischpflanzerl oder so. Ich weiß jetzt nicht, ob das richtig war oder ob man das in Bayern sagt. Aber worauf ich damit hinaus will, es gibt Worte, wenn du die Bedeutung nicht kennst, dann kann das völlig schief werden. Ich möchte dir mal ein paar Beispiele geben. Mein lieber Herr Gesangsverein, kennst du den Spruch? Weißt du, was das heißt? Oder mit dir ist nicht gut Kirschen essen. Oder du strahlst wie ein Honigkuchenpferd. Oder der ist auch gut. Ich glaube, mein Schwein pfeift. So, ich glaube, mein Schwein pfeift. Jetzt stell dir mal vor, da kommt jemand aus England, der in der Schule oder der fällt sich übers Internet oder wie auch immer, der hat ein paar Brocken Deutsch gelernt. Der kann sich verständigen. Du kommst jetzt aus England und du sagst, ich glaube, mein Schwein pfeift. Wird er verstehen, was du meinst? Der wird dich wahrscheinlich erstmal angucken wie so ein Auto. Ich finde die Vorstellung super. Ja. Und jetzt ist es so, du kannst ihm mir ja erklären, was das bedeutet. Dann hat der Engländer diesen Ausdruck, ich glaube, mein Schwein pfeift wie eine Vokabel gelernt. Andersrum geht das auch. Die Engländer sagen zum Beispiel, wenn sie fertig sind mit der Arbeit, sagen sie, also wenn sie Schluss machen wollen mit der Arbeit, sagen sie, let's call it a day. Was heißt das, wenn du es wörtlich übersetzt? Lass es uns einen Tag nennen. Was soll das jetzt? Und dann stehst du auch da, let's call it a day, okay. Was heißt jetzt let's call it a day? Was will die Person mir jetzt ja. damit sagen? Genau. Und dann sagt er dir ja, das sagen wir halt, wenn wir sagen, so jetzt ist Zeit, Schluss zu machen. Jetzt machen wir mal Feierabend hier. Ne? Das wäre eine deutsche Redewendung. Und daran siehst du, sogar unsere Zeitgenossen, die nur ein paar hundert Kilometer weiter äh, in einem anderen Land wohnen, haben Schwierigkeiten, unsere Redewendungen zu verstehen und wir haben Schwierigkeiten, deren Redewendungen zu verstehen. So. Und jetzt ist es doch völlig logisch, dass es auch vor ein paar tausend Jahren in der Antike Redewendungen gab, die vollkommen eindeutig sind, und das werde ich dir gleich belegen, die damals jeder Mensch verstanden hat. Nur, wenn du jetzt eben aus einem anderen Kontext kommst und es nicht weißt, ist das Problem, dass du es falsch verstehen kannst. Also ist eigentlich ein total simpler Zusammenhang, okay? Und in der Bibel und wenn du die Bibel liest und wenn du sie verstehen willst, bei den Fragen der Auslegung, auch in der Theologie, da gibt es eine ganz wichtige Regel, nämlich die Regel der ersten Erwähnung. Dieses Wort Stachel im Fleisch ist nämlich da nicht das erste Mal in der Bibel vorgekommen. Paulus greift hier etwas auf, was für die Hörer seiner Zeit vollkommen selbstverständlich ist. So wie wenn ich dir sage, mein lieber Herr Gesangsverein, wo du sofort weißt, aber jetzt stell dir vor, jemand aus einem anderen Kontext liest meinen Brief, wo ich schreibe, mein lieber Herr Gesangsverein, und denkt, oh, das ist aber interessant, die haben aber komische Regeln oder was auch immer, ne? Und legt das völlig falsch aus. Und damit wir die Worte von Paulus nicht falsch auslegen, müssen wir gucken, wann das in der Bibel das erste Mal erwähnt worden ist und was für ein Zusammenhang das ist damit wir verstehen, was Paulus eigentlich damit sagen will. Ja, das ist der ganze Zusammenhang. Ist das nachvollziehbar? Dabei? Super, ich finde es okay, toll. Ich, ich bin schon gespannt, <laughs> ja? wie es weitergeht. Alles klar. Also, die Redewendung, um die es hier geht, die ist Jahrtausende alt. Das ist nicht hier wie mit Let's Call it a Day und ne, was auch immer, mein Schwein pfeift, sondern das ist Jahrtausende alt. Und jetzt ist doch die spannende Frage, was meint die Bibel, was meint diese eigentümliche Wendung, Stachel im Fleisch. Und wisst ihr was Tolles? Gottes Wort, die Bibel, gibt uns selber die Antwort oder auch hier wieder das Prinzip aus zweier oder dreier Zeugen. Und soll alles bestätigt werden. Ich zeige euch jetzt die ältesten Stellen, wo das in der Bibel erwähnt ist. Und Paulus war ein Schriftgelehrter, der große Teile der Bibel auswendig konnte, des Alten Testaments dem das natürlich absolut geläufig war und seinen Zuhörern auch. Genauso wie ich letztes Mal auch erwähnt habe, Offenbarung 13, das mit den Tieren, da wussten die Leute sofort Bescheid, dass das eine Anspielung auf Daniel ist. Okay, also lass uns mal gucken, wir schauen mal rein in 4. Mose 33, Vers 55. Da heißt es, wenn ihr aber die Einwohner des Landes nicht vor eurem Angesicht vertreiben werdet, so sollen euch die, welche ihr übrig bleiben lasst, zu stacheln werden in euren Augen und zu stacheln in euren Seiten. Und sie sollen euch bedrängen in dem Land, in dem ihr wohnt. So, worum geht's hier? Gott sagt dem Volk Israel, Volk Israel, ich habe ein Land, das ist für euch. Das ist das verheißene Land. Dieses Land ist voll von Milch und Honig. Das ist das Land eurer Verheißung. Ihr seid nicht dafür bestimmt, auf ewig in der Wüste zu leben, sondern ich möchte, dass ihr schnell durch die Wüste geht, dass ihr in das verheißene Land geht und dass ihr dieses verheißene Land in Besitz nehmt. Volk Israel, wenn ihr das Land in Besitz nehmt, achtet aber auf meine Worte, denn ihr müsst gründlich sein. Ihr müsst dieses Land von allen Feinden säubern. Ihr müsst gründlich sein, ihr dürft keinen Feind in diesem Land lassen, denn wenn ihr nicht auf meine Worte hört, und wenn ihr bei der Eroberung des verheißenen Landes nicht gründlich seid, dann kann es passieren, dass der Feind wieder stark wird in eurem Land, und dann kann es sogar sein, dass er stärker wird als ihr, und dann, Volk Israel, werden eure Feinde zu stacheln in eurem Fleisch und sie werden euch bedrängen, sie werden euch verfolgen, sie werden euch bekämpfen in dem Land, in dem ihr wohnt. So, übrigens, kleine Randbemerkung, das, was für Israel im Natürlichen galt, gilt für uns im Geistlichen, denn Epheser 6 sagt ja, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalten in der Himmelswelt. Gegen welche Feinde kämpfen wir? Wir kämpfen gegen die bösen Geister, gegen die Dämonen, die Schergen des Feindes. Das heißt, alles, was du hier liest, was für Israel im Natürlichen galt, gilt für uns im Geistlichen. Das ist nicht so, dass das einfach nur eine Geschichte ist, die du einfach so stehen lassen kannst mit der Landnahme. Nein, da sind wichtige Prinzipien enthalten für den geistlichen Kampf. Und das heißt, wenn du das Land deiner Verheißung einnimmst, wenn du für deine Familie Land einnimmst, wenn du für dein Leben Land einnimmst, wenn du in deiner Berufung weiterkommen willst, wenn du Land einnimmst, das alles sind geistliche Kämpfe, wenn du das tust, gilt dir dieses Wort. Du musst gründlich sein. Wenn du nicht gründlich bist im Befreiungsdienst, wenn du nicht gründlich bist im geistlichen Kampf, dann kann es sein, dass du dämonische Einflüsse in deinem Leben übersiehst. Und wenn du die übersiehst und du willst dich niederlassen im Land deiner Berufung, dann kann es sein, dass die auf einmal wieder stark werden, dann kann es sogar sein, dass die noch stärker werden, dann kann es sein, dass die dich bedrängen, dann kann es sein, dass du unter dämonische Bedrängnis kommst. Und deswegen ist es so wichtig, die geistlichen Prinzipien des Kampfes, die dem Volk Israel galten, selber zu nehmen und anzuwenden. Ein ganz wichtiger Psalm zum Beispiel ist Psalm 18. Der dir ganz viel sagt, wie du zu kämpfen hast. Da heißt es, der Herr lehrt dich zu kämpfen, wie du die Feinde vertreibst aus deinem Land. Ja, das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Ich will aber auch noch ein anderes Beispiel geben. Wenn du zum Beispiel zum Glauben gekommen bist und du hattest ein ein, mhm. einen Hintergrund mit Okkultismus oder sowas, du hast vielleicht in deiner Wohnung einige Dinge, ähm, die damit noch verboten sind, Bücher, ja. Amulette, keine Ahnung. Dann musst du auch Figuren, nur, Figuren absolut Zeitschriften, sein. Du musst alles... Wandmalereien, alles, Kleidungsstücke, mh. alles. Ja, alles. Ja, du musst alles wegnehmen, du musst alles in den Müll werfen. Du darfst nichts mhm. von diesen... Feinden. Ja. Das, was hier ähm, ja. im, dem Volk Israel gesagt wird. Du darfst nichts genau. von diesen Gegenständen, von diesen Feinden Nein. in deinem Haus dulden. Filme. Du musst alles wegschmeißen. Genau, wenn du vielleicht... Computerspiele. Probleme mit Pornografie hattest. Wenn Raus du vielleicht... Ähm, ja, verschiedenste Sachen. Wenn du zum Glauben kommst, wenn du merkst, Moment mal, das ist nicht Gottes Wille, ja. dann musst du auch diese Dinge komplett vernichten, komplett Amen. in den Müll schmeißen. Und komplett heißt komplett. Genau, wenn du da, nicht ja, eine Figur überlassen. Genau, wenn du jetzt zum Beispiel eine Sache hast und sagst, oh, aber die ist mir irgendwie ja, wichtig, die habe ich geschenkt gekriegt ja. von der und der Person. Nein. Ja. Nimm es radikal, schmeiß Sehr es weg. Du darfst nichts, was deine Feinde sind, als deine Freunde betrachten, denn dann ja. wird es zu deinen Freunden. Ja. Schmeiß radikal. Alles weg, mach absolut Hausputz. Sehr gut. Das erleben wir tatsächlich öfter. Menschen, die sich bekehren oder die aus dem Bereich kommen, haben öfter kein Problem damit, ich sag mal, 99% der Sachen wegzuschmeißen. Das ist ganz interessant. Die haben kein Problem damit, sich von 99% der Sachen zu trennen. Aber dann gibt es da eine Sache, das ist oft so, das ist interessant. An denen hängt ihr Herz. Ja, das ist doch ein Erbstück von der Oma. Ja, da habe ich auch gerade dran gedacht. Ja. Nur mal als Beispiel, das kann ich doch nicht wegschmeißen. Und dann bist du in genau der Situation wie das ja. Volk Israel, das eben nicht gründlich war bei der Landnahme. Ich kann das total gut nachvollziehen, gerade wenn es um Erbstücke geht oder um etwas, was man von einer Person geschenkt gekriegt hat, die einem hm. wichtig ist. Das ist mir auch schwer gefallen. Aber ich habe trotzdem wir, diese Sachen weggeschmissen. Wir haben übrigens wir wir haben, wir haben Kistenweise weggeschmissen. Und wir hatten Kisten. auch Gespräche darüber, dass ich, dass, ich, genau, dass ich gesagt habe, kann ich das nicht vielleicht behalten? Und vielleicht, nein, das musst du wegschmeißen. Ja. Und ich habe es dann auch getan. Es ist wichtig, komplett, vollkommene Reinigung. Amen. Ich weiß, manchmal fällt einem das schwer, aber lass nicht zu, dass irgendwelche Feinde in deinem neuen ja. Land sind. Ja, sehr, sehr wichtig. Ja. Das ist, das ist total, das ist wirklich, wirklich wichtig. Du darfst das nicht unterschätzen. Ja. Auf gar keinen Fall. Diese Sachen haben reale Macht. Ja. wenn irgendwelche Amulette da sind, die besprochen worden sind oder auch nur benutzt worden sind für ja dämonische Sachen, die haben Macht. Du musst ja. es wegschmeißen. Ja. Du musst damit ja. vollkommen rechnen. Ja, genau. Du darfst das auch gerne verbrennen, zum Beispiel. Übrigens ganz wichtiger Hinweis: Auf gar keinen Fall verschenken. Ja. Achtung. Ah. Also ja, das das klingt jetzt so logisch, es gibt aber Leute, die machen das oder sogar verkaufen. Also bitte, ich meine, das ist ja auch Klar, äh, Menschen bekehren sich, haben jetzt noch nicht so den richtigen Überblick, aber merken dann, was sie da für Sachen im Keller haben, ja. Wirklich übelstes Zeug, übelste Bücher, Filme, äh, Musik. Also jetzt heutzutage hast du es meistens einfach nur gespeichert auf dem Handy oder sonst wo, aber ne, früher mussten die Leute wirklich ihre Platten wegschmeißen und so. Äh, äh, das, ist, das ist übrigens ein ganz übles Portal für satanische Einflüsse, ja. Ähm. Ja, und dann gibt es eben Leute, die haben das tatsächlich, die haben das bei Ebay reingesetzt oder so. Also, das klingt jetzt ein bisschen witzig, aber das ist überhaupt nicht witzig. Auf keinen Fall, auf bloß nicht, weil überleg mal, du gibst ja diese Flüche dann an andere weiter. Das ist ja genau das, was die Hexenmeister machen. Übrigens, gerade jetzt, wo <laughs> wir äh, an diesem Wochenende. Ähm, haben wir auch ähm, dieses üble Fest von der Gegenseite, wo sich sogar Christen dran beteiligen. Das ist das Letzte, was du tun solltest. Weißt du, es gibt Hexenmeister, das, das weiß man eben von, von Hexen und Satanisten, die sich bekehrt haben. Es gibt Hexenmeister, die, die machen nichts anderes, als dieses Zeug, was dann verteilt wird, zu verfluchen und zu besprechen. Das ist der übelste Satansdienst, wenn ja. du da mitmachst. Also Finger davon, Finger weg davon. Genau. Hab. Die Bibel sagt ganz klar, habt keine Gemeinschaft mit der Finsternis. Und keine Gemeinschaft heißt keine. Und dann sollte nichts davon in deinem Haus sein. Gar nichts. Wenn jemand bei dir klingelt, kannst du gerne, kannst du gerne Bibeln oder ein schönes Traktat verschenken. Du kannst den Menschen anbieten, dass du für sie betest, was auch immer. Aber mach nicht mit bei diesen teuflischen Dingen. Genau. Und äh, nochmal zu dem Verschenken. Na klar, man hat dann vielleicht solche Gedanken, wie es ja, ist, ist, ist ja aber noch gut. Es Sie <laughs> sieht ja schön aus. Oder, ne? Das, also wird, ich, das gehört halt verbrannt im Namen Jesus. Schmeiß es weg, verschenk es nicht, ja. gib diese Flüche nicht weiter. Ja. so wie es für dich schädlich ist ja ist natürlich das auch für die ist ja schädlich. vollkommen logisch ne ja. deswegen also wenn Menschen noch nicht so den Blick in die geistliche Welt haben dann ist denen das irgendwie ja. nicht klar und die versuchen dann eine pragmatische Lösung zu genau. finden hey guck dir mal an wie das die Epheser gemacht haben die sich bekehrt haben nachdem der äh, Paulus da war Nadine hat ja vor kurzem davon äh, erzählt als Paulus und Silas da im Gefängnis waren ja weißt du was die gemacht haben die haben das, das listet die Bibel da auf. Die haben ihre Bücher alle verbrannt und die waren ein Vermögen wert. Mhm. Stell dir mal vor, hier würde jetzt ein Dorf zusammenkommen und die würden all ihr Hab und Gut im Wert von mehreren Millionen Euro einfach mal verbrennen. Weil sie gesagt haben, Jesus, mein Leben gehört dir, ich will keine Gemeinschaft mehr mit der Finsternis haben. Genau, und geh nicht auf solche Gedanken ein oder auf solche Worte, wenn das jemand anders sagt, ja, aber das Geld kannst du den Armen spenden. Und das ist vollkommener Quatsch, das ist, das ist so eine verdrehte Lüge. Ja. Du wirst von dem Herrn mit Geld gesegnet werden und das kannst du spenden. Du möchtest ja auch kein Geld ja. von jemandem bekommen, ja. der irgendwelche, hinter irgendwelchen korrupten Sachen steckt. Ganz genau. Oder überleg mal, möchtest du etwas von jemandem geschenkt bekommen? was satanisch ist, was echt nicht in Ordnung ist, ja. weil der jetzt zum Glauben gekommen ist. Ja. Du musst da einfach überlegen, ja. was möchte ich? Richtig. Möchtest du gerne Geld geschenkt bekommen von jemandem, was gewonnen wurde durch schwere Schuld, durch schwere äh, Taten? Einfach diese Frage stellen. Wenn deine genau. Antwort Nein ist, was mhm. ich hoffe, <laughs> meistens weg, verkauft ja. nichts, lass nichts übrig. Genau, wenn du es nicht willst, Jesus sagt in Matthäus 7, Vers 12, hey, wie du behandelt werden willst, so behandle bitte auch die anderen. Und wenn du sagst, nee, das will ich auf keinen Fall bekommen, dann gibt es auch nicht weiter. Ja. Okay, so, ich hoffe, das war verständlich, worum es geht. Das war jetzt 4. Mose 33, Vers 55. Da haben wir diesen Begriff mit den Stacheln. Wir sehen, hier geht es um Kampf und Verfolgung, Bedrängnis. Stacheln im Fleisch? Lass uns mal weiter gucken, was die Bibel noch sagt zu diesem Wort Stacheln im Fleisch. Josua 23, Vers 13. In Josua 23, Vers 13 heißt es: Wenn ihr euch aber abwendet und dem Überrest dieser Völker anhängt, die unter euch übrig geblieben sind, und euch mit ihnen verheiratet, so dass ihr euch untereinander vermischt, so sollt ihr gewiss wissen, dass dann. Jahwe, euer Gott, nicht länger diese Völker vor euch vertreiben wird, sondern sie werden euch zur Schlinge werden und zum Fallstrick und Achtung, zur Geißel an eurer Seite und zu Stacheln in euren Augen, bis ihr vertilgt seid aus diesem guten Land, das der Herr, euer Gott euch gegeben hat. Worum geht's hier? Genau das Gleiche. Das Volk Gottes sollte sein Land reinhalten von feindlichen Einflüssen. Wenn das Volk Gottes das nicht tut, dann werden die Einflüsse so stark und es kommt zur Bedrängnis. Diese Völker werden dann zum Fallstrick und zu Geißel, sagt das Wort, und sie werden zu Stacheln in ihren Augen, bis das Volk vertilgt ist aus dem Land. Ja? Auch hier ist der Kontext ganz klar. Kampf, Verfolgung, Bedrängnis. So ich würde sagen, eine Bibelstelle machen wir noch. Ja, Richter 2, Vers 3, aus zwei oder 3 Zeugen Mund soll alles bestätigt werden. In Richter 2, Vers 3 heißt es: So habe ich euch, so habe ich auch gesagt, ich werde sie nicht vor euch vertreiben. Sie werden euch zu bedrängen. Hier wird oft übersetzt zu stacheln sprichwörtlich. In euren Seiten werden und ihre Götter werden euch zu Falle werden. Sie werden euch zu bedrängern oder zu stacheln in euren Seiten werden und ihre Götter werden euch zu Falle werden. Wieder genau das gleiche Prinzip, wieder genau die gleiche Situation, wieder genau das gleiche Wort. Die Feinde werden zu bedrängern, zu verfolgern. Und zu stacheln in eurem Fleisch. Du findest diesen Begriff in vielen älteren Übersetzungen. Wir finden das hier ergänzt, stacheln in eurer Seite, stacheln in eurem Fleisch. Und das zeigt aus meiner Sicht sehr deutlich, dass die Menschen früher diese Redewendung vor Augen hatten, wenn sie an Verfolgung dachten. So, du hast also diesen Begriff, Stacheln im Fleisch, immer wieder erwähnt in der Bibel. Und jedes Mal ist der Kontext Verfolgung. Wenn du den Korintherbrief liest, den zweiten Korintherbrief, und nicht nur die Stelle, die wir gerade gelesen haben, nicht nur die Verse 7 bis 9 von Kapitel 12, sondern vielleicht auch mal Kapitel 11 vorher, weißt du, es ist gut, wenn du das drumherum liest, damit du so ein bisschen Fahrt aufnimmst, damit du so ein bisschen im Fluss bist von dem, was Paulus da gerade schreibt, denn die Briefe wurden ja vorgelesen, am Stück. Die Offenbarung wurde vorgelesen am Stück, der zweite Korintherbrief wurde vorgelesen, da wurde nicht nach Kapitel 11 Schluss gemacht, die Kapiteleinteilung gab es da noch nicht. Wenn du das mal guckst, dann siehst du, zweite Korinther 11, worüber spricht Paulus da eigentlich? Ups, Paulus spricht ja die ganze Zeit von Verfolgung, Paulus spricht ja die ganze Zeit von Bedrängnis, Paulus spricht ja die ganze Zeit von einem Stachel im Fleisch stehen, der eben nicht weggenommen wurde. Er hat Gott gebeten, dass diese Bedränger, dass diese Stachel, dass diese Verfolger weggenommen werden. Aha, der Kontext ist also genau der gleiche, wie wir ihn im vierten Buch Mose finden, wie wir ihn im Richterbuch finden, wie wir ihn bei Josua finden. Und die Redewendung Stachel im Fleisch ist ebenso genau die gleiche. Was bedeutet also vor diesem Hintergrund Stachel im Fleisch? Stachel im Fleisch ist eine bildliche Redewendung für Verfolgung. So wie, ich glaube, mein Schwein pfeift bei uns eine bildliche Redewendung ist, für dass wir denken, hier ist aber was ganz komisch. Ne? Und hier ist etwas ganz komisch, wenn du jetzt vor diesem, Bild, vor diesem biblischen Hintergrund meinst, es würde hier auch nur irgendwie im entferntesten um Krankheit gehen. Diese Bibelstelle hat mit Krankheit und Heilung nichts zu tun. In dieser Bibelstelle geht es um das Thema Verfolgung. Und das ist wichtig. Der ganze Kontext handelt hier von Verfolgung, nicht von Krankheit. Wir sind erlöst von Krankheit, aber wir sind noch nicht erlöst von Verfolgung. Und jetzt, glaube ich, ist bei dir der Aha-Moment gekommen. Wie ich es ganz am Anfang gesagt habe, dass es dich erstaunen wird, um was es eigentlich wirklich geht. Es geht in keinster Weise um in irgendeiner Krankheit, die den Körper betreffen kann. Ja. In keinster Weise. Genau. Der Stachel im Fleisch ist. Verfolgung. ja amen und weißt du was dieser stachel im fleisch der wird tatsächlich nicht weggenommen in diesen tagen dieser stachel im fleisch der wird dann weggenommen wenn der herr kommt und die feinde gottes vernichtet mit einem wort mit dem hauch seines mundes dann werden die bedränger ein ganz großes problem haben amen aber jetzt für die Zeit jetzt hat Jesus uns Folgendes vorausgesagt. Er hat gesagt, hey, wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Und das findest du in Johannes Kapitel 15. Ich lese euch die Verse vor. Johannes 15, 18 bis 21. Da heißt es, wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das ihre lieben weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum, das sind immer wichtige Worte, darum hasst euch die Welt. Warum hasst euch die Welt? Weil wir nicht von der Welt sind sondern weil Jesus uns aus der Welt erwählt hat. Wir sind erwählt, wir gehören zu ihm, wir sind von neuem geboren, wir sind eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden, es ist alles neu geworden und nicht mehr wir leben, sondern Christus lebt in uns und wir tragen seine Herrlichkeit wie einen Wohlgeruch ja. um uns herum, in, in alle in Ecken. Und weißt du was? Wenn du voll bist von Dämonen und die nicht loswerden willst, weißt du was der Wohlgeruch dann macht? der bringt dich zum kotzen der löst in dir den würgereiz aus ist doch vollkommen logisch dass diejenigen die nicht sich abwenden wollen von ihren bösen werken ist doch vollkommen logisch dass die die mit der finsternis gemeinsame sache machen die christen die wirklich also die von neuem geborenen christen dass sie die hassen weißt du was die 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 bösen Menschen und die Marionetten im Staat und sonst wo, die haben kein Problem mit angepassten religiösen Christen. Die haben kein Problem mit Christen, die sagen: Ja, dann machen wir hier schön alles mit und wir sollen es ja der Obrigkeit untertan machen. Und dieses ganze religiöse Geschwafel, das völlig außer Acht lässt, dass wir Gott mehr gehorchen müssen als den Menschen. Mit denen haben die Feinde Gottes kein Problem. Überhaupt kein Problem. Nicht im geringsten. Mit religiösem Christentum hat der Feind nicht das geringste Problem. Der Feind hat das ja sogar befördert. Der Feind hat das im Prinzip initiiert, das religiöse Christentum. Damit, womit der Feind ein Problem hat, sind im Blut gewaschene, von Neuem geborene, geistgeleitete, brennende Christen. Und die verfolgt er. Und darüber redet Jesus hier, wenn er sagt: Hey, wundert euch nicht im Prinzip, wenn die Welt euch hasst. Wisst doch, dass sie mich vor euch gehasst hat. Hey, wenn Jesus abgelehnt worden ist, Jesus ist abgelehnt worden von vielen, Jesus ist bedrängt worden von vielen, Jesus selber hat Verfolgung erlitten, Jesus selber musste in verschiedene Städte ausweichen, weil an manchen anderen Orten die Verfolgung zu groß war, ja, und Jesus selber hat das erlebt. Jesus selber ist von den Menschen bedrängt worden, sie wollten ihn mehrmals steinigen. Jesus selber hat das erlebt und wenn unser Herr das erlebt, dann ist es doch nur logisch, dass wir das erleben. Und weißt du was, ich sag dir was. Wir müssen uns eigentlich keine Sorgen machen, wenn wir Verfolgung erleben. Weißt du was, wir müssen uns viel mehr Sorgen machen, wenn wir keine Verfolgung erleben. Dann müssen wir auf die Knie gehen und sagen, Herr, was mache ich eigentlich falsch? Herr, gehöre ich zu dir? Herr, lebt der Heilige Geist in mir? Bin ich für die Feinde Gottes überhaupt ein Anstoß? Was ist los? Herr, zeig mir, ist alles in Ordnung? Und dann wird er zu dir sprechen. Ja? Also, Jesus sagt das hier ganz klar. Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das ihre lieben. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum, darum ist ein wichtiges Wort, darum hasst euch die Welt. Und jetzt sagt er, gedenkt des Wortes, das ich euch gesagt habe. Ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Und jetzt Achtung! Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Oder wie Paulus es ausdrückt, werden sie ein Stachel in eurem Fleisch sein. Wenn sie mein Wort gehalten haben, also diejenigen, die auf Jesus gehört haben, ja, die, die umgekehrt sind auf seine Worte hin, wenn sie mein Wort gehalten haben, werden sie auch das Eure halten. Aber dies alles werden sie euch tun um meines Namens willen. Was sagt Jesus? Sie werden euch verfolgen wegen mir. Wegen mir, sagt der Herr. Du erleidest Verfolgung wegen ihm. Und dann sagt er, sie werden euch das tun um meines Namens willen. Warum? Weil sie den nicht kennen, der mich gesandt hat. Hey, hast du um dich herum Menschen, die den nicht kennen, der dich gesandt hat? Denn Jesus sagt ja, wie mein Vater mich sendet, so sende ich euch. Kennen die Menschen den? Und wenn sie den nicht kennen und euch nicht wohlgesonnen sind, dann schau mal im Geist, wenn du wirklich sagen kannst, du bist. Wandelst im Heiligen Geist. Also jetzt nicht, dass du irgendwie Menschen wirklich auch einen Anstoß zum Ärgernis gegeben hast, weil du dich nicht gut verhalten hast oder so. Ja? Sondern wenn du sagst, ich wandle in der Furcht des Herrn, ich tue das, was er mir sagt, was ich tun soll. Dann musst du dir keine Gedanken wegen der Reaktion machen. Das gleiche haben die Menschen bei den Propheten auch getan. Ja? Dann mach dir lieber Gedanken, wenn sie dich nicht verfolgen. Dann fragt ihr, was los ist. Und jetzt möchte ich noch eine Stelle sagen. Und zwar 2. Timotheus 3, Vers 12. Das ist eine wichtige Stelle. Glaubst du an die Verheißung Gottes? Willst du, dass sich die Verheißung Gottes in deinem Leben erfüllen? Ich habe hier eine Verheißung für dich. In 2. Timotheus 3, Vers 12 heißt es, alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus. Also nicht die Namenschristen. Nicht das religiöse Christentum, sondern die, die wirklich in seinem Wegen wandeln wollen, die leben wollen, wie er lebt, gelebt hat, die wandeln wollen, wie er gewandelt ist, die werden Verfolgung erfahren. So, und jetzt stell dir doch mal die Frage, wie sieht denn die Verfolgung in unserer Gesellschaft eigentlich aus? Ist das jetzt so wie ähm, damals bei Paulus, als er von dem Stachel im Fleisch sprach oder in anderen Ländern, wo... wo ja? wo wirklich körperlich äh, Auseinandersetzungen stattfinden, im Moment noch nicht so stark, sage ich mal. Im Moment sieht das noch ein bisschen anders aus. Was ist denn Verfolgung eigentlich? Verfolgung hat immer ein Ziel. Verfolgung will dich dazu bewegen, egal mit welchen Mitteln, dass du Kompromisse eingehst. Die Verfolgung hat das Ziel, weil du ragst da heraus, wenn du ein Fackelträger bist, wenn du seine Herrlichkeit transportierst. Verfolgung will dich dazu bringen dass du Kompromisse eingehst und dich wieder einreißt in die Reihe derer, die normal leben. Weil dann haben die Menschen keinen Anstoß, dann haben die Menschen kein Zeugnis, was sie sehen, was sie überführt, was sie im Gewissen unruhig macht, was ihnen klar macht: Moment mal, eigentlich müsste ich auch ganz anders leben. Wenn sie dann dich verfolgen und dich dazu bringen wollen, auf welchem Weg auch immer Kompromisse einzugehen, dann bist du schon in Verfolgung. Die Frage ist nur, wie du reagierst. Ja? Sie wollen versuchen, wenn du herausragst, wenn du eine Stadt auf dem Berg bist, die weit scheint, wollen sie dich dazu bewegen, dass du wieder auf das Level 0 kommst und nicht mehr scheinst und ihnen keinen Anstoß mehr gibst, damit sie ruhig und weiter sündigen können, ohne dass ihre Gewissen Tag und Nacht Alarm schlagen. Das ist der Grund. So, und weißt du was, Verfolgung. Verfolgung ist kein Feind für dich. Dieser Stachel im Fleisch. Ist, das klingt jetzt paradox, das weiß ich. Aber das ist erstmal nichts Schlimmes, denn überleg mal: jedes Mal, wenn du Verfolgung erleidest, und versteh das nicht falsch, es gibt unterschiedlich harte Verfolgung. Es gibt Verfolgung in anderen Ländern, wo es ums, um Leben und Tod geht. Es gibt aber eben auch subtilere Verfolgung. Und die ist oft viel effektiver. Interessanterweise, in unseren Ländern äh, wird ja sehr subtil verfolgt. Ja, da wird es mit anderen Methoden gemacht. Aber. Du stehst jedes Mal vor einer Entscheidung. Wenn dich jemand verfolgt, stehst du vor der Entscheidung, okay, gebe ich klein bei oder stehe ich zu meinem Glauben? Und jedes Mal, wenn du sagst, nein, ich stehe zu meinem Glauben, es ist mir egal, wie die Person reagiert, ich lasse mich nicht in meinem Glauben zurückhalten, ich lasse mich nicht ausbremsen. Jedes Mal, wenn du diese Entscheidung triffst, weißt du, was dann passiert? Jedes Mal wachsen deine Wurzeln ein bisschen tiefer. Amen. Und ein bisschen tiefer und ein bisschen tiefer. Und das heißt, die Verfolgung sorgt dafür. Schau mal, es gibt ja in Ländern, wo nicht so viel äh, Wasser fließt, ne, da müssen die Pflanzen ja richtig tiefe Wurzeln graben, um richtig tief zu dem Wasser zu kommen. Das heißt, die Pflanzen, die es geschafft haben, in der Sonnenhitze ihre Wurzeln tief zu graben, die sind überlebensfähig. Die Pflanzen, die dann nicht trainiert worden sind in diesem Sinne, die werden dann schnell von der Hitze verbrannt, weil ihre Wurzeln nur ganz knapp unter die Erde gehen. Aber das mag, wenn das Wasser noch fließt, wenn es angenehm ist, dann mag das noch funktionieren. Aber sobald Verfolgung eintritt, sobald es heißer wird, sobald äh, nicht überall Wasser zur Verfügung ist, sobald es dürrer wird, werden die überleben, die tiefe Wurzeln haben. Und deswegen kannst du die Verfolgung. Und hier diese Verheißung in einem gewissen Maße begrüßen. Du kannst dem Herrn dankbar sein, sagen: Danke Herr, mach mich standhaft, lass meine Wurzeln tiefer graben. Wenn du die richtige Entscheidung unter Verfolgung triffst, bringt dich das näher an den Herrn heran. Verstehst du? Und das erklärt auch, warum immer dann in der 2000-jährigen Geschichte der Gemeinde von Jesus Christus, jedes Mal, wenn die Gemeinde verfolgt worden ist, weißt du, was passiert ist? Weißt du, was passiert ist? Die Gemeinde ist explosionsartig gewachsen. Was meinst du, warum in bestimmten Ländern auf dieser Welt, ähm, die ich jetzt nicht unbedingt nennen will, aber in bestimmten Ländern auf dieser Welt, wo massivste Verfolgung ist, warum es da Millionen von Untergrundchristen gibt, die alles verloren haben, aber doch alles gewonnen haben, weil ja. sie Jesus haben? Weißt du, wie massiv das, der Glaube an Jesus Christus in dieser Welt auf dem Vormarsch ist? Nur wir kriegen davon hier nichts mit. Ja, aber das wird auch hierhin kommen. Das haben wir gesehen. Die Welt wird dabei zuschauen, wie Deutschland die Knie vor Jesus beugt. Das Amen. ist ein prophetisches Wort Amen. und wir glauben, dass es sich erfüllen wird. Aber der Punkt ist der, die Verfolgung ist nicht das Problem. Wenn du diese Entscheidung triffst, kommst du näher an den Herrn heran und deswegen ist es das, was wir immer beobachtet haben. Immer wenn die Gemeinde von Jesus verfolgt worden ist ist sie explosionsartig gewachsen und deswegen hat der Feind jetzt auch versucht, in den westlichen Ländern diese subtile Methode anzuwenden, mit der er viel erfolgreicher war als mit der brutalen Verfolgung durch Ermordung und so weiter. Die Verfolgung, die jetzt gerade läuft, ist viel subtiler und viel effektiver als die Verfolgung in anderen Ländern. Und damit möchte ich das nicht kleinreden. Ich weiß um die harten Schicksale, wo Menschen in anderen Ländern um ihr Leben fürchten. Und im Moment müssen wir das ja noch nicht. Ich weiß nicht, ob es so weit kommt, kann ich dir nicht sagen. Aber das ist erstmal der Hintergrund zum Thema Verfolgung. Und du musst noch was verstehen. Warum überhaupt diese Verfolgung? Nochmal, also das ist das, was dich persönlich betrifft, mit dem Herausragen und so. Aber das Ganze hat noch einen globalen Aspekt. Und zwar den, das einzige, was einer großen Einheitsreligion im Wege steht, ist die Person und der Name Jesus. Das ist ja, wo es in der Endzeit darauf hinausläuft. Die ganzen Staaten zusammen unter der Weltregierung und die ganzen Staaten zusammen unter einer Einheitsreligion, geführt vom falschen Propheten und äh, der sorgt dafür, dass der Antichrist angebetet wird. So, nichts, keine Religion, gar nichts steht dem im Wege. Der einzige ist Jesus Christus, der von sich selber sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und Petrus sagt über genau diesen Jesus, in keinem anderen Namen könnt ihr gerettet werden als nur in dem Namen Jesus allein. Und das ist ein weiterer Grund für die Verfolgung. Genau. Wenn wir standhaft sind, wenn wir sagen, nein, wir gehen keine Kompromisse ein, es gibt nicht noch diesen Weg oder diesen Weg. Zum Beispiel, hm. gerade in diesen religiösen Kontexten, da gibt es ja ähm, Wege wie so oft das Vaterunser beten oder so oft zur Buße gehen, so viel Geld bezahlen, ja. ähm, alle möglichen oder als Baby sich mit Wasser bespritzen lassen, was in den Kirchen Taufe genannt wird. Ähm, in, die, in vielen Wegen, gerade im Religiösen, wird gesagt: Dann bist du gerettet, dann hast du das Heil. Aber nein, Jesus Christus ist der einzige Weg zum Vater. Ja. Nur wer Jesus sein Leben freiwillig und aus eigenen Stücken selbst als Person unter eigenem Willen übergibt, der ist gerettet. Und da ist es, das ist einfach so krass. Auch das, diese religiösen Riten, gehören zur Verfolgung. Genau, das der ist Men feindlich. Genau. Denn wenn man sich dem, wenn man dem glaubt, wenn man dem nachgeht und eben nicht Jesus sein Leben persönlich übergibt, dann ist man verloren für alle Ewigkeit. Wenn man Jesus nicht das Leben übergibt, und ja. so kann man in verschiedensten Richtungen Kompromisse eingehen. Man kann sagen: Ja, dann mache ich das halt mal hier mit, auch wenn ich eigentlich das Gefühl habe, es ist jetzt nicht so ganz das Richtige. Ja. Aber der Herr wird mir schon helfen. Du musst sicher sein, auf den Wegen des Herrn zu wandeln. Du Amen. Musst bleiben in dem Wort des Herrn und du darfst ja. keine Kompromisse eingehen. Ja. Denn das ist einfach dieses, das ist wirklich in unseren Ländern, in den westlichen Ländern, wie man es so schön sagt, ja. die Verfolgung, die bei uns ist. Amen. Bei uns ist noch nicht, wie Philipp sagte, diese, ja, also wirklich Verfolgung, Tötung der Menschen, sondern wir haben es auf diese subtile Art und Weise. Und da ist es wichtig, wirklich im Geist zu schauen, Geisterunterscheidung ähm, ja, da zu haben und standhaft zu bleiben, keine Kompromisse Amen. einzugehen, denn Amen. das wird dafür sorgen, dass deine Wurzeln sich tiefer ja. graben in Jesus Christus und das wird dir dabei helfen, bei der nächsten Situation klarer sein zu können und bei der nächsten Situation ja. noch klarer sein zu können, bei der nächsten Situation schon keine Schwierigkeiten mehr zu haben, zu ja. sagen, nö, mache ich nicht mit, <laughs> das stimmt. ist nicht nach ja. Gottes Willen. Ja, das wird wirklich einfacher, ja. das stimmt. Das wird ja. immer einfacher. Also einfacher in dem Sinne, dass man äh, geübt ist, damit umzugehen, ja. weil. Ähm, ich weiß das, also gerade für Menschen, die frisch im Glauben sind, ähm, je nachdem, was die Zusammenhänge waren. Also äh, Moslems, die sich bekehrt haben zum Beispiel, denen völlig klar war, es geht um Leben und Tod, äh, die wussten sofort, okay, wenn ich mich jetzt für Jesus entscheide, äh, dann stößt, verstößt mich die Familie. Äh, das ist total hart. Aber weißt du, was das für einen Vorteil hat? Es gibt keine falschen Bekehrungen. Es gibt nicht das, was ja, du hier in der bestimmt. westlichen Welt in den ja in den Gemeinden und so hast das Menschen wegen dem Kaffee dabei sind und nicht wegen Jesus da ist keiner in, in den Untergrundgemeinden ist keiner wegen dem Kaffee dabei da sind nur Menschen die Jesus lieben und deswegen geht die Gemeinde da so mächtig voran aber auch wir sind jetzt in einer Situation wo es nicht mehr lange möglich sein wird diese dieses diese Scharade, dieses 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 Spiel noch lange mitzumachen weißt du was es gibt eine Menge von Christen, die haben mit zu der Situation gesagt, ja, dann müssen wir uns halt irgendwie anpassen, wir müssen uns irgendwie damit arrangieren. Weißt du was, das kann nicht und niemals die Antwort sein. Und das ist ja. nicht die Antwort. In der Bibel haben wir so viele Geschichten, wo die Menschen sich nicht damit arrangieren. Ja, halleluja. Haben, wo sie sich nicht damit arrangieren. Amen. Haben. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du das gleich sagen. Es gibt auch eine Bibelstelle. Ich glaube. Ja, wo, wo die Jünger geschlagen worden sind. Ja. Und dann kamen sie wieder zurück und haben gejubelt. Und gesagt, Apostelgeschichte ja, 5, genau. Wir ja. sind geschlagen worden für unseren Herrn ja. Jesus Christus. Ja, Ehrlich. weißt du, was es die ist... gesagt haben? Man muss Gott mehr gehorchen ja. als den Menschen. Klar. Und dann ist... haben sie gefeiert, dass sie ja. für würdig erachtet worden sind. Schwierig erstmal zu verstehen. Ich meine, ich kann mir jetzt gerade nicht vorstellen, dass, wenn ich geschlagen werde, komme und sage: Yes, ich bin geschlagen worden. Hm. Wobei, vielleicht kann ich es mir mittlerweile doch vorstellen. Sie haben gejubelt, weil sie für würdig erachtet worden ja, sind, genau. in Jesus ja. geschlagen zu werden, weil ja. sie Jesus lieben, weil sie genau. ihn verkündigen, weil sie wissen, genau. sie gehören in alle Ewigkeit und die ja. Ewigkeit, ihr Lieben. Ja. Das ist was ganz anderes, als jetzt ein paar Jahre Komfort zu haben. Ja. In Ewigkeit bei Jesus zu sein. Und da ich weiß, wenn man Kompromisse eingeht, hat man Komfort. Dann geht es einem ja, richtig, genau. vermeintlich das gut ist es, ja. Man kann Dinge erleben, man kann bei Dingen mitmachen. Es wird einem nichts verboten. Wenn man aber sagt, nö, bei den Sachen mache ich nicht mit, da mache ich nicht mit, dann, dann gerade jetzt in, guck jetzt heute, heute in den letzten Wochen, dem, dem, was noch auf uns zukommt, ja, es werden Sachen sein, die wir nicht mitmachen können. Es werden Sachen sein, wo das ist Verfolgung. Du darfst Dinge nicht betreten, weil du irgendwelche Sachen nicht mitmachst. Okay, aber dann ist das in Ordnung. Dann werden wir das aushalten. Ja. Weil Jesus uns alles gibt. Und da das möchte ich unbedingt jetzt gerade mal sagen. Verfolgung ist echt nicht schön. Ähm, aber in allem ist Jesus da. Amen. Egal wie schlecht es einem geht, wie blöd man sich fühlt. Ja. Jesus ist da und er sieht das. Ja. Er lässt dich doch nicht allein in so einer ja. Situation. Die Stelle, die wir uns heute, wo es heute darum geht. Ja. Ähm, ja, er ist verfolgt worden. Und er hatte diesen Stachel im Fleisch und Gott hat diesen Stachel nicht weggenommen, die Verfolgung. Ja. Sondern er hat gesagt, lass dir an meiner Gnade Genüge sein. Was bedeutet das? Es bedeutet, der Herr war in allem dabei. In allem. Und so ist es auch in unserem Leben. Der Herr ist in allem. Und wenn ich sage allem, heißt es allem. Das ist auch ja. ein wichtiges Wort. Amen. In allem dabei. Er lässt uns nie allein. Er schaut nicht und sagt, so jetzt musst du das halt mal aushalten. <laughs> Sondern er ist. Er hält unsere Hand und sagt, wir halten das zusammen aus. Amen. Ich habe ja. das für dich am Kreuz ja. ausgehalten. Ja. Und weil ich am Kreuz für dich gestorben bin, kannst du das in mir aushalten. Ja. Und das ist auch genau der Grund, warum die Jünger gefeiert haben in Apostelgeschichte 5, das ja. ist nämlich die Stelle, die Nadine gerade angesprochen hat, weil sich genau das Wort von Jesus erfüllt hat. Er hat gesagt, hey, ihr müsst das wissen, sie hassen euch, weil sie mich zuvor gehasst haben. Aber überleg doch mal, was heißt das im Umkehrschluss? Das heißt doch im Umkehrschluss, du gehörst zu Jesus. Und das ist es doch, was die Jünger gefeiert haben. Die, die haben nicht gefeiert, dass sie da ähm, von allen verachtet sind. Sie haben gefeiert, dass sie von allen verachtet sind wegen Jesus. Und das ist ein wichtiger Unterschied. Ja. Es, äh, du sollst nicht feiern, äh, äh, dass Menschen dich verachten, weil du irgendwie provokativ bist und überall aneckst. Wenn du aber einfach stehen bleibst, so wie Daniel und seine Freunde, ja? Ja. Da hat der Staat auch was angeordnet. Und Daniel hat es nicht gehalten. Seine Freunde haben es nicht gehalten. Die waren ganz schön exponiert, als sie sich nicht anbetend vor dem Kaiser niedergeworfen haben. Daniel war ganz schön exponiert, als er es gewagt hat, zu Gott zu beten. Das wurde ja für 30 Tage angeordnet. Hätte man sagen können, ja, jetzt kann der Daniel doch mal für 30 Tage auf die Anbetung verzichten. Das ist ja wohl nicht so schlimm. Dann hält er einfach mal 30 Tage die Füße still. Er kann ja so für sich im Stillen so ein bisschen, kann der Daniel ja sein Smartphone rausholen und einen Online-Lobpreisgottesdienst gucken oder so. Dann ist das ja nicht so schlimm. Das kann der Daniel ja mal machen, oder? Nee, konnte der Daniel nicht. Weil der Daniel wusste, er muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Halleluja. Du suchst ja. das nicht. Das ist der Punkt. Du suchst das nicht. Du eckst nicht an, um des Aneckens willen. Aber wenn es kommt, dann sagst du: gut, ich kenne meinen Herrn und ich bin bereit, den Preis zu bezahlen. Das ist der Punkt. Ja, und diese Geschichte, eigentlich macht mich das ein bisschen traurig, weil, wenn ich auf die Kirchen gucke, ich vermute, dass das wirklich auch. Worte sein könnten von religiöser, von religiösen Menschen, dass sie sagen, okay, 30 Tage nicht öffentlich beten, das kriege ich schon hin, das wird schon in Ordnung sein. Ja, als religiöser Mensch hat man da gar kein Problem mit. Genau. Da hast du nur ein Problem mit, wenn da ein Feuer in dir brennt wenn der Heilige Geist in erlebt, dann wenn hast du da Probleme. Gemeinschaft mit deinem Herrn haben willst. Halleluja. Und zwar ihn wirklich anbeten willst. Amen. Und das möchte der Herr. Er möchte von uns angebetet werden. Er möchte von uns geliebt werden. Und er freut sich so sehr. Schau, wenn du Kinder hast, dann freust du dich, wenn sie kommen, dich umarmen und sagen, Papa, du bist der Beste. Mama, <laughs> du bist die Beste. Und so geht es um unseren himmlischen Vater doch auch. Er freut sich, wenn wir kommen Amen. und sagen, Herr, ich lobe und preise dich. Du hast alles für mich erwirkt. Yes. Und ich danke dir dafür. Ich danke dir, dass yes. ich dein Kind sein darf. Yes. Ja, und das sollen wir uns nicht rauben lassen, das sollen wir uns auch nicht verbieten lassen. Und Amen. wenn es uns verbieten wird, dann sagen wir: "Nö, da machen wir nicht mit." Amen. Halleluja. So wie so Daniel aus. und dann tragen wir halt die Konsequenzen und Jesus ist dabei. Genau. Also, unsere Ursprungsfrage und du merkst, wir sind schon sehr weit gekommen, <laughs> war, wie ist es eigentlich mit dem Stachel im Fleisch? Paulus hatte doch auch einen Stachel im Fleisch und die Antwort ist: Ja, Paulus hatte einen Stachel im Fleisch. Und wenn du Jesus nachfolgst, hast auch du einen Stachel im Fleisch. Und dieser Stachel im Fleisch ist vom Herrn sogar verheißen worden in Johannes 15. Und von Paulus nochmal an Timotheus. Alle, die Gott lieben und nach seinem Willen leben wollen, werden Verfolgung erleiden. Dieser Stachel ist da. Aber weißt du was? Er hat nichts mit Krankheit zu tun. Denn das hat Gott dir verheißen. Heilung ist sein Wille. Er will uns immer heilen. Gott hat uns immer. Beides verheißen: die Heilung und die Verfolgung. Beides ist in seinem Wort. Das ist kein Widerspruch. Heilung ist Gottes Wille, ja. Und du lebst in der göttlichen Gesundheit, wenn du das erkannt hast. du nimmst das an, du sagst: Ich bin durch die Wunde von Jesus ge ähm, geheilt. Jesus ist für mich gestorben. Dann gehst du umher, du betest für andere Menschen. Und weißt du, wenn du wie Jesus lebst, schau dir mal an, Jesus. Das, was er gemacht hat, war Menschen zu heilen, hat dafür krasse Verfolgung erlitten. Ja? Also wunder dich doch bitte nicht, wenn du Menschen heilst im Namen Jesus und dafür verfolgt wirst. Aber da okay? möchte ich auch was zu sagen. Ja. Der Herr sagt, er hält uns bei unserer Rechten, er hält uns fest und er geht mit uns dadurch. Und ja. du hast doch so vier Psalme, die du auch oft äh, betest. Vielleicht kannst du die nochmal sagen, welche ja. das sind. Aber sag mal erstmal, worum es geht. Genau, es geht einfach darum, selbst wenn du da, also wenn nicht selbst, sondern in der Verfolgung haben wir durch das Wort Gottes die Autorität dagegen zu kämpfen. Denn wir sollen nicht gegen Fleisch kämpfen, sondern wir sollen gegen die Mächte dahinter ja. kämpfen. Amen. Und da hat der Herr uns Worte in seinem, in seinem Wort, in, ja. Seinem, ja, in der Bibel gegeben, mit denen wir proklamierend gegen Amen. diese Angriffe angehen. Amen. Ja, das ist ein guter Punkt. Das äh, ist gut, dass du es das sagst. Ne, bevor man das falsch versteht ne? wir, 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 natürlich sind wir geduldig und harren aus und so weiter und so fort. aber jetzt kommt das wichtige aber wir haben ja gesehen, das Volk Israel sollte kämpfen ja. gegen seine Feinde. Wir kämpfen auch gegen unsere Feinde, aber unsere Feinde sind nicht aus Fleisch und Blut. Wir wollen doch dass jeder Mensch gerettet wird. wir wollen dass die Menschen die Wahrheit erkennen, selbst wenn sie jetzt gerade von Dämonen verblendet werden. ja, ja? Aber gegen die Feinde Gottes, in der geistlichen Himmelswelt, da gibst du keinen Zentimeter Raum, da gehst du richtig scharf gegen vor. Das ist genau das, was Nadine gesagt hat. Und da hat der Herr dir mächtige Waffen an die Hand gegeben. Und das ist richtig. Das sind zum Beispiel Psalme äh, wie Psalm 37, Psalm 91, Psalm 118 und Psalm 140. Und damit kannst du wirklich gerade jetzt zu dieser Zeit, äh, wo, die, äh, wo die Satanisten wieder... Äh, besonders viele Flüche abschicken wollen, sage ich dir. Nimm dir zum Beispiel mal Psalm 140 zur Hand und dann schick diese Flüche mal zurück mit Psalm 140 Vers 10. Ja, lass dir das auf gar keinen Fall gefallen. Hey, du hast von Jesus Macht und Autorität bekommen. Deswegen, das ist gut, dass du es sagst, weil das rundet das Ganze noch mal ab. Natürlich Verfolgung und die Menschen und so weiter. Das ist ein Spannungsfeld, aber nicht falsch verstehen gegen die geistlichen Mächte. Gehst du mit äußerster Schärfe vor. Jesus hat dir Autorität gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten, über alle Macht des Feindes. Und nichts kann dir in irgendeiner Art und Weise schaden. Und nichts heißt nichts. Ja. Und dann nimmst du Autorität. Du nimmst den Schild des Glaubens, um die feurigen Pfeile des Bösen auszulöschen. Und dann proklamierst du diese Worte. Und dann proklamierst du es im Namen Jesus, die Häupter derer, die mich umringen. Das Unheil, von dem ihre Lippen sprechen, das sind Flüche, und dann proklamierst du weiter, komme über sie selbst. Das ist ein wichtiges geistliches Prinzip. Das musst du aber anwenden, das musst du ergreifen, genau wie mit der Heilung. Dann sagst du, nein, mich trifft es nicht. Keine Waffe, die gegen mich gerichtet ist, wird mich treffen. Und die Gruben, die deine Feinde dir gegraben haben, da müssen die selber hineinfallen. Gruben ist übrigens ein Ausdruck für Todesflüche, ja? Du sagst, die Gruben, die sie mir gegraben haben, sie müssen selbst hineinfallen, denn mich trifft es nicht, das sind biblische Prinzipien. Die Bögen deiner Feinde, Psalm 37, müssen zerbrechen und die Schwerter, die sie gegen dich führen, müssen in ihr eigenes Herz dringen. Womit attackieren dich die Feinde? Mit Flüchen, mit Worten. Du attackierst sie, indem du einfach nicht selber fluchst, ganz wichtig, sondern du schickst einfach ihre Flüche zurück. Du schickst sie zurück, so wie es in der Bibel steht. Die Gruben, die sie dir gegraben haben, sie müssen selbst hineinfallen. Mach das. Immer wenn du merkst, dass du attackiert wirst, zurück zum Absender. Lies mal Psalm 18, da wird das eben beschrieben mit dem geistlichen Kampf. Genau, wichtig ist, wir haben jetzt gelernt, Stachel im Fleisch ist nicht Krankheit, es ist Verfolgung. Genau. Wir haben gelernt, Verfolgung ist uns verheißen im Wort. Den Menschen. Genau, genau von den Menschen. So, jetzt ist es aber so, wir sollen jetzt nicht hier sitzen und oh, jetzt werde ich verfolgt, oh, was soll ich nur tun und ja, ich muss es ja aushalten. Nein, das ist auch nicht das, was wir tun sollen. Ja. Wir sollen nicht duckmäuschen spielen und einfach alles über uns ergehen lassen, sondern wir sollen nicht gegen Fleisch und Blut, ja, ah, ja. sondern gegen die geistigen Mächte dahinter kämpfen Amen. und dafür. Das ist eigentlich wie bei Krankheit. Wenn wir gegen Krankheit beten, ja. proklamieren wir die Worte Gottes. Das ist genau das Wenn Gleiche. wir gegen Verfolgung beten, gegen die Mächte, die dahinter stecken, Beten wir mit dem Wort Gottes, wir proklamieren die Worte des Herrn. Genau. Kein Unglück wird uns zustoßen, keine Klage genau. wird sich unserem Zelt nähern. Wir schicken es zum, zum Absender. Im Namen Amen. Jesus. Amen. Genau. Das heißt gegen die Bedrängnis aus der aus der dämonischen Welt, aus der Finsternis gehst du mit äußerster Schärfe vor, so wie Gott gesagt hat: Hey, halt dein Land sauber, halt das Land deiner ja. Verheißung sauber. Steck deinen Claim ab, so wie früher die Goldsucher, die haben sozusagen ihr Land abgesteckt. Oder du kannst dir auch vorstellen, wie so eine Kleingartenparzelle. Ne? Gibt ja mal so, gibt ja so Gärtnersiedlungen, da hat so jeder so sein Gärtchen. Jetzt stell dir mal vor, du würdest deinen Garten nicht mit einem Zaun umzäunen. Und dann würde da jeder mit seinen Hunden hergehen, die Hunde würden da hinmachen machen und so weiter. Ja, rechtlich gesehen ist es dein Garten. Aber du hast ihn nicht in Besitz genommen. Ja, was du da machen musst als Kleingärtner ist da... Sagen, so, jetzt kommt dann Zaun hin, jetzt kommt dann Schild hin, Besitz, mein Eigentum, jetzt kommt der ganze Unrat von den Hunden raus und jetzt darf da auch keiner mehr rein. Du schmeißt das also alles raus und du siehst zu, dass das sauber umzäunt ist. Und das gleiche gilt für dich im Geistlichen. Steck dein Gebiet ab, schmeißt den ganzen Unrat, den du vielleicht noch irgendwo entdeckst, raus und dann sagst so. Und ab jetzt, ab heute sage ich, was hier angepflanzt wird und ich. Gebe die Richtung vor. Und das ist der Kampf, der uns verordnet ist, der geistliche Kampf. Und dabei hilft dir Verfolgung, denn deine Wurzeln ja. werden dadurch tiefer, also die Verfolgung von den Menschen. Deine Wurzeln werden tiefer, du bist näher an Jesus, hörst besser, bist mehr im Heiligen Geist unterwegs und dadurch erkennst du klarer die Angriffe im Geistlichen. Und gegen die gehst du mit Schärfe und mit Feuer im Namen Jesus vor. Amen. Amen. Das ist voll gut, auch mit diesem kleinen, mit dem kleinen Garten, dieses ja. Bild, weil du entscheidest dann, was du anpflanzt. Und wenn du Unkraut siehst in deinem Land, dann zupfst du es raus und schmeißt es in den Müll. Und genau das gleiche musst du im Geist tun. Wenn du Unrat siehst in deinem Leben, ja. wenn da etwas ist, was du noch bereinigen musst, dann zupf es raus, schmeiß es weg. Amen. Halleluja. So, äh, liebe Bettina und ihr anderen Geschwister, die sich diese Frage stellen. Ich hoffe, das hat jetzt die Frage hinreichend klar beantwortet. An dieser Stelle geht es nicht um Krankheit, hier geht es eindeutig um Verfolgung, vollkommen eindeutig. Und ich würde gerne, ich weiß nicht, wie du das siehst, Nadine, ich würde gerne zum Abschluss beten für diejenigen von uns, die unter Verfolgung leiden. Gerne. Wie siehst du das? Finde ich gut. Ja, wir können natürlich auch schauen, wo der Herr uns noch hinführt, aber ich habe das als Eindruck, dass wir jetzt für unsere verfolgten Geschwister beten und denk dran, Verfolgung. Kann die unterschiedlichsten, ähm, ja, die unterschiedlichsten äh, Formen annehmen. Ich sage mal, stell dir mal vor, ein 15-jähriges Mädchen in der Schule, das für sich beschlossen hat, so wie, wie Gott das in seinem Wort ja. sagt, wie es richtig ist, dass es äh, mit keinem Mann zusammenkommt, mit keinem Mann schläft, bevor es nicht verheiratet ist. So, Gottes Wort, Gottes Wille, wunderbar. Wie es in Timotheus steht, sie will nach dem Willen Gottes leben. So, jetzt kommt das irgendwie raus, das wird bekannt. Was meinst du, wie wird die Klasse reagieren? Wie wird die Schule reagieren? Meinst du nicht auch, das, was die dann erlebt, ist Verfolgung? Weißt du, Verfolgung kann ganz unterschiedliche Formen annehmen. Verfolgung ist nicht nur körperliche Bedrängnis. Das, was ich gerade beschrieben habe, ist Verfolgung. Und zwar scharfe Verfolgung, weil sie alleine steht. Gegen eine Überzahl und von den Leuten bedrängt wird, subtil, wie auch immer. Das kann auch unterschiedliche Formen haben, lächerlich gemacht werden soll oder so. Da hat übrigens mal, wo ich das gerade erzähle, jemand auch eine gute Antwort drauf gewusst. Äh, ne? Also, das ist ja so eine Situation, die durchaus vorkommen kann. Und weißt du, was die Person dann ihren Verfolgern gesagt hat, die gesagt haben: Haha, was ist denn mit dir los? Bist du prüde? Willst du nicht mit jemandem schlafen, bevor du verheiratet bist oder was? Dann hat die gesagt, wisst ihr was, ich kann jederzeit so werden wie ihr, aber ihr könnt niemals mehr so werden wie ich. Sehr gut. Das heißt, die haben ihre Jungfräulichkeit schon verloren. Sie hätte theoretisch den Weg gehen können, aber sie hat gesagt, ich könnte so werden wie ihr, aber ihr könnt nicht so werden wie ich. Und das ist interessant auch in anderen Bereichen, dass Menschen jetzt vielleicht eine kurzfristige Entscheidung unter Druck getroffen haben, die sie so ohne weiteres nicht mehr rückgängig machen können. Auch das sind Dinge, von denen ich schärfstens abraten würde. Ja, Amen. Okay, wir wollen beten. Halleluja. Jesus, ich danke dir für jeden einzelnen unserer Zuhörer. Danke dir für die wertvollen Menschen, die du geschaffen hast, Herr. Danke dir für eine Berührung jetzt im Heiligen Geist. Ich danke dir, Herr, dass du... Menschen jetzt aufrichtest. Danke dir, Heiliger Geist, dass du dein Werk tust, jetzt zu den Herzen sprichst. Und ich danke dir, Heiliger Geist. Du bist unser Tröster. Und Herr, du hast uns den Heiligen Geist geschickt, weil du wusstest, dass wir in herausfordernde Situationen kommen, weil du wusstest, dass wir Trost brauchen. Und Herr, wir werfen uns auf dich, Jesus. All unsere Hoffnung ist in dir, all unser Trost ist in dir. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst als Tröster und dass du dich jetzt manifestierst in dem Leben meiner Geschwister, die gerade unter der Bedrängnis leiden, die vielleicht heute schon mehrmals geweint haben und nicht wissen, wie es weitergehen soll. Ich danke dir, dass du jetzt kommst und ihnen übernatürlich dienst. Ströme lebendigen Wassers sollen jetzt dich durchströmen, sie sollen dich durchfließen. Und der Heilige Geist soll dich trösten, soll dich aufrichten, soll dir eine Perspektive geben. Danke, Herr, dass du zeigst, dass das Leid, durch das Menschen schreiten, zeitlich begrenzt ist. Aber die Herrlichkeit, die uns in Aussicht gestellt worden ist, die dauert für immer. Ich segne dich, sei gestärkt, sei ermutigt, sei geheilt an Körper, Seele und Geist. Vater, ich danke dir, dass du das Wort jetzt mit nachfolgenden Zeichen und Wundern bestätigst, dass du uns Heilung verheißen hast und Verfolgung. Danke, Vater, dass du jetzt dein Wort bestätigst, dass du uns alle unsere Sünden vergibst und alle unsere Gebrechen heilst. Und da, wo jetzt Gebrechen sind, sollen sie geheilt werden. Da wo Tumore sind, sollen sie jetzt verschwinden im Namen Yeshua Hamashiach. Yes. Da wo Schwachheit ist, du bist, du fühlst dich einfach schwach. Ja, so, so wie wenn du fühlst dich vom Kreislauf her, einfach du fühlst dich schwach. Ich sage, diese Schwachheit gehört nicht zu deinem Leben. Jesus hat für dich göttliche Gesundheit erwirkt. Du sollst stärker sein als in den Tagen deiner Amen. Jugend. Und deine Heilung macht jetzt rasche Fortschritte. Und ich gebiete im Namen Jesus, dem Geist der Schwachheit zu gehen. Empfange Kraft, denn Gott hat dir nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit sei erfüllt und ich gebiete jetzt Kopfschmerzen sich vollständig aufzulösen. Schmerz, du gehst jetzt. Migräne, ich verfluche dich im Namen Jesus und ich gebiete dir. Jetzt aus dem Leben des Menschen, der das jetzt gerade hört, zu verschwinden. Amen. Danke dir Herr, dass jetzt Heilung kommt. Vollkommene Wiederherstellung. Vollkommene Schmerzfreiheit. Vollkommene Freiheit von Migräne. Du wirst die Migräne nicht mehr haben. Die Migräne wird nicht zurückkommen. Denn du bist wie ein Haus und das Haus wird jetzt ausgefüllt vom Heiligen Geist. Öffne dich für ihn, öffne dich für den Tröster, öffne dich für sein Wirken. Du sollst erfüllt werden. Und du wirst so erfüllt sein, dass für den Feind völlig klar ist, dass er in dieses Haus nicht mehr kann. Dieses Haus soll überfließen von der Freude und der Liebe Gottes. Sei erfüllt mit der Kraft und der Stärke. Und ich sehe jetzt gerade auch äh, Nackenprobleme im obersten Nackenwirbel. Der alleroberste und der soll jetzt in die göttliche Ordnung gehen. Renkt dich ein. Nacken sei in der göttlichen Ordnung. Auch weiter runter. Nackenprobleme müssen jetzt weichen. Muskeln entspannt euch im Namen Jesus, Sehnen lockert euch, Wirbel. Seid wiederhergestellt. Bandscheiben, seid erneuert im Namen Jeshua Mashiach. Amen. Amen. Herzprobleme, ihr müsst gehen. Kreislaufprobleme, ihr müsst gehen. Herz Herzkranzgefäße, seid in der göttlichen Ordnung. Herzrhythmusstörung, ihr müsst gehen im Namen Jesus. Herzschlag in der göttlichen Ordnung. Und da, wo man dir einen Bypass gelegt hat, da wird man feststellen, dass der nicht mehr benötigt wird. Denn der Herr heilt und erneuert jetzt dein Herz im Namen Jesus Christus. Siehe, ich gebe dir ein neues Herz, einen neuen Geist, spricht der Herr. Sei geheilt. Sei geheilt im Namen Jesus. Sei geheilt im Namen Jesus. Sei vollkommen geheilt im Namen Jesus. Vom Kopf bis zum Fuß, vom Scheitel bis zur Sohle. Sei geheilt an Körper, Seele und Geist jetzt im Namen Jesus. Amen. Amen. Und da, wo der Herr dir jetzt etwas aufgezeigt hat, wo du vielleicht Kompromisse eingegangen bist, ja. dann geh doch einfach zu ihm. Ja. Bitte ihn um Vergebung und Nimm seine Vergebung an und sag Herr, ich danke dir, dass du jetzt alles aus mir rausnimmst, was vor dir nicht bestehen kann. Amen. Und dann nimm vielleicht auch noch mal das Abendmahl und ja. dann feier einfach seine Vergebung und seine Gnade für dich. Feier ihn. Sehr gut. Amen. Sehr gut. Und wenn du vielleicht gemerkt hast, dass du von dem, worüber wir gesprochen haben, dass du vielleicht sogar eher auf Seite der Spötter bist, so eher auf Seite derjenigen bist, die wirklich sich äh, wegducken und dass du merkst, dass du eigentlich gar nicht das für dich in Anspruch nehmen kannst, was Jesus gesagt hat, dass sie dich verfolgen, weil du zu ihm gehörst. Hey, du kannst jetzt den Schritt machen und sagen, Jesus, ich will zu dir gehören, ich will zu dir umkehren. Und du hast die Verse gehört, die sind ernst. Das heißt, wisse. Wenn du jetzt den Schritt gehst, Jesus hat dir kein in dem Sinne rosiges Leben ohne, ohne, ja, ohne Widerstand versprochen. Ganz im Gegenteil. Der Herr hat gesagt, es gibt einen Kampf, der uns verordnet ist. Aber in all dem Kampf kannst du einen Frieden haben, der nicht von dieser Welt ist. Einen Amen. Frieden, den die Menschen nicht produzieren können. Den, den ein Mensch, der nicht zu Jesus gehört, nicht haben kann. Diesen Frieden kannst du nur haben, den Jesus, wenn du zu Jesus gehörst. Und dieser Friede wird dich aber durchtragen durch die Herausforderung. Deswegen, wenn du zu Jesus kommen willst, wisse, dass Verfolgung auf dich wartet, aber wisse auch, dass ein Tröster auf dich wartet, der heilige Geist, der wird dir nämlich dann gegeben, wenn du Jesus annimmst. Und der wird dich in alle Wahrheit führen. Also, wenn du den Schritt jetzt gehen willst, bete mit uns und sag Jesus, ich will zu dir umkehren. Wir beten das jetzt. Herr Jesus. Herr Jesus. Danke, dass ich dir heute begegnet bin. Danke, dass ich dir heute begegnet bin. Und ich glaube. Und ich glaube. Dass du derjenige bist, dass du derjenige bist, der echtes Leben gibt, der echtes Leben gibt, das Leben, das Leben, was sich wirklich lohnt, was sich wirklich lohnt, das ewige Leben, das ewige Leben, und ich glaube, dass ich es schon jetzt empfangen kann, und ich glaube, dass ich es schon jetzt empfangen kann, wenn ich zu dir komme, wenn ich zu dir komme, wenn ich mich umwende, wenn ich mich umwende, wenn ich mich abwende von meinen bösen Wegen, wenn ich mich abwende von meinen bösen Wegen und mein ganzes Vertrauen in dich setze und mein ganzes Vertrauen in dich setze und Herr Jesus, das möchte ich jetzt tun und Herr Jesus, das möchte ich jetzt tun ich möchte dir mein Leben geben ich möchte dir mein Leben geben nimm mein Leben nimm mein Leben nimm es ganz nimm es ganz ich Jesus Jesus ich gebe dir mein Leben ich gebe dir mein Leben sei du ab jetzt sei du ab jetzt der Herr in meinem Leben der Herr in meinem Leben und hilf mir und hilf mir standhaft zu bleiben standhaft zu bleiben in aller verfolgung in aller verfolgung jesus ich glaube jesus ich glaube dass du für meine sünden gestorben bist daß du für meine sünden gestorben bist ich wende mich ab von meinen sünden ich wende mich ab von meinen sünden von aller schuld von aller schuld und von meinem alten leben und von meinem alten leben jesus ich legs an deinem kreuz nieder jesus ich legs an deinem kreuz nieder und bitte, dich, und bitte dich dass du mir jetzt, dass du mir jetzt ein, neues leben gibst. ein neues leben gibst danke dass du auferstanden bist danke dass du auferstanden bist jetzt hier bist und jetzt hier bist herr bitte fülle mich mit deinem geist herr bitte fülle mich mit deinem geist damit ich für dich leben kann damit ich für dich leben kann jesus jesus mein leben gehört nicht länger mir mein leben gehört nicht länger mir Heute gebe ich es dir. Heute gebe ich es dir. Amen. Amen. Halleluja. Wenn du das jetzt mitgesprochen hast, dann darfst du dich gerne bei uns melden, denn die Zeiten sind herausfordernd und gerade in diesen Zeiten, aber grundsätzlich gilt das auch, dass man als Kind Gottes, als jemand, der gesagt hat, ich gebe mein Leben Jesus, man braucht eine Gemeinschaft, in der man wachsen kann. Man muss wissen was die nächsten Schritte sind. Man muss wissen, wie man sein Leben wirklich auf Jesus gründen kann. Das ist nicht, was man mit einem Gebet mal abhandelt, sondern das ist eine Entscheidung für ein ganzes Leben. Es geht darum, dass das ganze Leben eine andere Richtung bekommt. Deswegen ganz herzliche Einladung. Du darfst dich gerne bei uns melden. Und diese Einladung gilt natürlich auch an euch anderen, die ihr schon mit Jesus unterwegs seid, an euch liebe Geschwister. Und ihr dürft euch gerne bei uns melden unter der Adresse, die wir hier wieder einblenden, info@heilungistgotteswille.de und wir freuen uns von euch zu hören und äh, ja, würden es ja auch freuen, wenn ihr euer Zeugnis mit uns teilt, wenn ihr von Gott angerührt worden seid, wenn ihr euer Leben Jesus gegeben habt, wenn ihr geheilt worden seid, wenn Gott euch heute Dinge klar gemacht hat. Amen. Und in diesem Sinne freuen wir uns auf eure Rückmeldung. Wir freuen uns von euch zu hören. Wir sind dankbar, dass wir mit euch unterwegs sein dürfen. Wir sind dankbar, dass Gott uns zusammengestellt hat für eine Zeit wie diese, und wir dürfen ganz sicher sein: Das Beste liegt noch vor uns. So wie ja die Penny Jackson das ausgerückt hat: Diese Zeit ist die schrecklichste und die herrlichste aller Zeiten, je nachdem, wie wir positioniert sind. Aber seid zuversichtlich: Das Beste kommt noch. Die Herrlichkeit kommt noch. Die Herrlichkeit steht noch uns bevor. Das Licht, das fallen soll. Es steht noch aus. Die Verbrecher sind noch nicht bloßgestellt worden. Die Verbrechen sind noch nicht bloßgelegt worden. Das alles kommt noch. Natürlich kommen dann auch die Unruhen und so. Aber wir dürfen wissen, wir sind in dieser Zeit, wenn Menschen sehen, dass die falschen Systeme, auf die sie gebaut haben, nichts taugen, nichts wert sind in dieser Zeit. Sind wir damit beschäftigt, das Reich Gottes aufzubauen? Und jeder, der möchte, jeder Mensch, der will, kann dazukommen, denn Gott will, dass alle Menschen geheilt und gerettet werden. Amen. In diesem Sinne seid gesegnet. Wir freuen uns auf euer Feedback und wir freuen uns aufs nächste Mal. Genau. Also ganz herzliche Grüße. Wir müssen immer dazu sagen, je nachdem, wie sich entwickelt, wir müssen das offen halten, aber das ist ja logisch. Ähm, es ist sehr schwer, das abzuschätzen, weil wir glauben einfach, dass sehr, sehr herausfordernde Zeiten uns bevorstehen. Aber sofern die Infrastruktur und alles das ermöglicht, werden wir weiterhin gerne für euch hier auch auf diesem Wege erreichbar sein. Und äh, wir sind ganz, ganz sicher, das Beste liegt noch vor uns. Amen. Seid gesegnet. Auch wenn es durch herausfordernde Zeiten geht, der Herr wird sich mächtig erweisen. Also, seid gesegnet. Tschüss. Tschüss. thank you